22 Uhr und mittlerweile 9 Minuten. Trotzdem der Beginn unserer Sendung heute. Leider wieder etwas später, ähnlich wie gestern. Aber das wird ja definitiv nicht zur Gewohnheit werden. Von daher keine Angst. Trotzdem kriegt ihr immer noch genug geballte Giga Games Power, um euch über den Abend zu retten. Und auch heute wieder werden wir versuchen, diese 9 Minuten, die fehlenden 9 Minuten, durch gewitzte Sprüche und viel Engagement wieder wettzumachen. Carsten. Ja, Michael. Man hört an meiner Stimme immer noch nicht so ganz fit. Naja, aber wir haben, breitet sich langsam aus. Ne? Ich mein, wir haben heute dieses Paket hier bekommen. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein. Ich weiß zwar schon, was es ist, aber wir haben ein Spiel bekommen. Ja, fürs Super NES. Von, lass mich mal gerade kurz auf den Zettel hier schauen. Die Leute haben mittlerweile wahrscheinlich so viel Mitleid mit uns, dass sie uns schon Spiele zuschicken. Von Andreas, alias Nemesis 2000 im Chat. Dann ist es angeboten und schreibt so, ja, ihr habt gesehen, dass wir jeden Freitag Super NES-Spiele machen, hat das noch übrig gehabt. Und wenn wir wollen und es vorstellen wollen, können wir es haben. Ja, also ich muss sagen, das ist ein Trend, den wir auf jeden Fall begrüßen. Richtig. Dass wir jetzt irgendwie die guten alten Spiele von anderen Leuten kriegen. Wenn jetzt irgendwann mal Mega Drive oder sowas in der Richtung auch dann in der Post ist, ne, haben wir natürlich auch nichts dagegen. Also muss ich sagen. Oder sowas. Aber das soll ja auch nicht unbedingt zur Gewohnheit werden, weil ich meine, wir können zum Glück noch halbwegs unsere Spiele selber organisieren. Aber netter Zug von Nemesis 2000. Genau. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank von hier aus. Wir schauen nochmal rein, ob sich das für irgendeinen Freitag auf jeden Fall rentieren könnte. Denke schon. Ne, Carsten, aber für heute rentiert sich auch wieder einmal dein Thema. Ja, wir werden in dieses Spiel reinschauen. Kengo, Master of Bushido ist das Spiel, was ich heute vorstellen werde. Ja, asiatische Kampfkünste, es wird mit Schwertern gekämpft. Ausnahmsweise und, mal mit Klingen, ne? Ja. Genau, es ist gar nicht so einfach, wie es auf den ersten Blick ausschaut. Man muss viele Sachen beachten und es ist nicht so das typische Haut-drauf-Spiel, sondern man muss wirklich viele Einzelheiten und Feinheiten auch beachten. Genau, Spiel. Einzelheiten und Feinheiten beachten heißt es heute bei den Consoleros und ein bisschen Rücksicht nehmen auf den armen Carsten, der ist ja doch ein bisschen verschnupft. Mails mit Mitleid natürlich an mich. Carsten at Giga for you, genau. Ja, jetzt komme ich zu den beiden, wie soll man sie nennen? Noch nein, gesund. Das Erwachen von Tisch 3 kennst du uns in Zukunft nennen. Einfach nur das Erwachen von Tisch 3. Es geht weiter. Aber bis jetzt schlafwandelt ihr ja eher. Also das hat ja gestern so mit eurer Aktion auch nicht so wirklich hingehauen. Das tut mir ehrlich gesagt auch ein bisschen. Ja, ich sehe dir die Trauer auch an, muss ich sagen. Du musst es deinem Freund einfach nur Bescheid sagen, ist mir ins Gesicht geschrieben. Aber was soll man machen? Ich meine, wir müssen ja irgendwie mal dafür sorgen, dass ihr dann hoffentlich demnächst auch mal bisschen wir häufiger in die Challenge kommt, weil der arme Simon ist noch völlig jungfräulich, was seine Challenge-Auftritte anbelangt. Und das sollten wir doch auf jeden Fall ändern. Hoffe ich doch, ja. Ne? Wäre so schön. Gut, dann beweist mal eure Kompetenz mit euren heutigen Themen. Ja, da fange ich mal an. Wir haben zum Beispiel Counter-Strike. Da gibt es nämlich einen ziemlich krassen Bug, der jetzt rausgefunden wurde, mit dem man Flashbangs komplett über den ganzen Level verteilen kann, was ja dann doch schon ziemlich krass ist in irgendwelchen Multiplayer-Matches. Oh, den werden wir heute zeigen. Schon wieder. Wie man ihn macht und noch nicht, wie man ihn am besten verhindert. Gut, das ist natürlich auch so ein Hinweis, für den einige euch wahrscheinlich wieder hassen werden, dass ihr das überhaupt gegeben habt. Ja, Gott, da kommt definitiv eh wieder aber böse, 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 böse. Nicht tun. Nur anschauen, nicht tun. Genau. Mhm. Und zweitens. Bei mir gibt es MechWarrior 4, die Skins. Da gibt es eine richtig gute Seite, die sich ausschließlich mit Skins beschäftigt. Also von so Clan-Leadern, also die da selber ihre eigenen Texturen da drauf klatschen. Mhm. Und da zeige ich die Seite und vor allen Dingen auch die Skins. Die sind nämlich richtig cool. Richtig cool. Na gut. Und daneben dürfen wir uns bestimmt auch wieder auf einige Flash-Movies freuen, wo der Challenge, wo das Erwachen von Tisch 3 propagiert wird. Deswegen zelebriert bleibt auf jeden Fall bei den Helfern. Okay, Honnies. Mensch, gestern war hier ja der absolute atomare Ernstfall. Du hast uns mit Informationen versorgt. Also wenn ihr gestern zugeguckt habt, wisst ihr jetzt ganz genau, was ihr im Falle eines atomaren Erstschlages, von welcher Seite auch immer, zu tun habt. Ja. Aber diese Informationen sind hoffentlich für den heutigen Tag nicht unbedingt nötig. Ich habe noch ein paar Zusatzinformationen. Ich habe natürlich gestern vergessen zu erklären, was denn alles bei einer Atombombe so schädlich ist. Da kommt zum Ersten das Licht, das Grelle. Die Augen können erblinden. Dann kommt die Strahlung, die Primärstrahlung, die Druckwelle. Dann gibt es natürlich noch den radioaktiven Niederschlag und dann natürlich die lebenslange Strahlung, die dann noch anhält. Also es ist eine gefährliche Waffe. Und was ist mit der Staubwolke in der Atmosphäre, die sämtliche Sonnenlicht irgendwie verhindert? Oh, dadurch, ja, natürlich. Dadurch, dass der nukleare Winter heißt, ja, nämlich dann.
Ja. Da hast du recht, Michi. Ja. Wir sollten zusammen unseren Bunker bauen. Wir sollten, mit Hannes irgendwie 20 Jahre in einem Bunker. Na gut, das aber könnte, heute... Könnte schwierig werden. Ich habe mir gedacht, mit diesen ganzen modernen Massenvernichtungswaffen, da gehe ich heute mal wieder ins Mittelalter zurück und spiele Summoner für den PC, die Vollversion. Sieht besser aus als auf der PlayStation 2. So ein kleiner Seitenhieb gegen die Consoleros. Und da habe ich einen Versluck gemacht. Dafür hatten wir das Spiel schon vor mehreren Wochen. Dafür gibt es bei euch auch keinen Multiplayer. Dafür weiß ich nicht, was ich im atomaren Ernstfall tun soll. Nein, ist okay. Der hasse mich gar. Lassen wir das dann einfach mal. Hannes wird sich heute wieder mal durchsetzen. Diesmal mit primitiveren Waffen als gestern. Aber ich glaube trotzdem. Genauso effektiv. Effektiv. Ja, ja. Der Hannes. Na, Hallöchen, Hallöchen. Wir beide haben uns heute aber auch ein Fleischsternchen verdient, oder? Komm, lass mich zuerst angeben. Na gut, okay. Ich zuerst, komm. Du gibst an. Nein. Man darf sich ja nie selber irgendwie, deswegen man muss das immer jemand anders da überlassen. Deswegen will ich heute mal die Angie und auch die Melanie loben, weil die waren heute ganz früh schon in der Uni und haben schon fleißig gelernt. Zwei Vorlesungen. Genau. Ja. Und war anstrengend? Es geht, aber ich habe, blöd was eigentlich, weil ich jetzt noch gehört habe, dass ich noch ein Referat schreiben muss, ja. Das Leben ist hart? Ein blöder Prof, hoffe ich, gucke jetzt nicht zu. Hallo. Ja gut, die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering normalerweise, ne? Ja, eigentlich schon, ich denke mal. Und warum warst du, vielleicht soll ich das jetzt sagen? Also der Micha hat heute schon 3 Stunden lang renoviert, allerdings mit seinem Freund Matze zusammen. Hallo Matze. Genau, Matze nochmal vielen Dank. Tapeten abmachen und sowas. War anstrengend. Wenn es eine Hölle gibt, dann muss man da Tapeten abmachen. So, ich bin jetzt auch froh, dass ich jetzt hier sitze und endlich mal relaxen kann und schön spielen kann. Und die schönen Spiele präsentieren. Genau. Wir haben einmal Stunt Jump mit Grandpa Grumble. Kennst du mit Sicherheit schon, dieser rustige Rentner. Genau. Und dann haben wir noch Quickmans zum Pac-Man-Klon. Okay, also vielen Fun, wie immer. Sehr witzig. Sehr freizügig mit Themen, mit interessanten Spielchen. Und interessante Spielchen gibt es auch jeden Tag bei uns in der Challenge. Ja. Und heute ist die Melli die Challenge Master. Frau. Yes, mein Renovierungsking. Wenn ich mal ausziehe, darf ich dich engagieren? Bestimmt, ne? Nee, dann ich glaube, dann habe ich die nächsten 20 Jahre erstmal die Nase voll von. Was macht bei uns echt Spaß bei uns in der Wohnung? Bestimmt. Okay. Du wolltest aber wissen, was heute gespielt wird, ne? Oder du weißt gerne. Es eigentlich. Ich weiß es, aber. Soul Calibur. Gibt es heute was ganz Neues? Zum ersten Mal. Zum ersten Mal in der Challenge. Ja, genau. Und das Zwischenergebnis schauen wir uns jetzt immer an. Interessiert mich brennend, wie jeden Tag. Yes! Oh, Simon und Jörg mit 38% und Carsten und Michael auch mit 38%. Warum hast du jetzt Yes gemacht? Ja, weil der Simon auch mal zocken soll. Achso, ja, ich habe ja auch gerade aufgerufen. Also Simon in die Challenge ist auf jeden Fall eine interessante neue Konstellation. Obwohl ich ja gerne mal gegen Simon spielen möchte. Wirst du bestimmt noch tun. Genau, genau. Vielleicht sehen wir uns ja gleich noch, Melanie. Ja, bestimmt. Ansonsten werde ich zumindest von hinten den Blick auf die frischen Helper im Challenge werfen und gucken, ob sie das überhaupt wirklich sinnvoll machen. Deswegen bleibt auf jeden Fall dran. Nicht nur die Challenge, auch die ganzen anderen interessanten Themen erwarten euch innerhalb der nächsten 2 Stunden hier bei uns bei Giga Games. Wer liebt es nicht, in einen anderen Charakter zu schlüpfen, mal ein kleines Rollenspielchen zu machen, entweder Pen and Paper oder auch am Computer. Es gab ja mal eine Phase, so 95, 96 rum, da waren Rollenspiele auf dem PC irgendwie nicht mehr in. Ja, wirklich, sie wurden weniger gezockt und die Entwickler haben das natürlich honoriert dadurch, dass sie nur noch Action-Titel rausgebracht haben. Aber heutzutage, schaut euch Baldur's Gate 2 an, Gothic. Und Diablo 2 Expansion kommt ja auch bald. Also es sind wirklich fette Tage für Rollenspieler. Und da kommt auch noch so ein kleines Rollenspielchen daher. Summoner von der PS2 angekrochen und will auf dem PC erfolgreich werden. Und das wollen wir heute doch mal sehen, ob das Ding einigermaßen auch für PC-Jünger tauglich ist. Ich habe dazu einen First Look geschrieben. Den schauen wir uns gleich mal an. Und da wollen wir doch mal hoffen, dass auch ein paar Kommentare schon eingegangen sind. Hier, mein erster Eindruck war schon gut, auf jeden Fall. Es hat aber auch ein paar Macken und auf die werde ich dann auch ausgiebig eingehen. Haha, nein, wir wollen das Spiel nicht verdreschen. Aber was schauen wir doch mal. Was haben wir da von Fingerts? Eigentlich ganz gut. Ich habe vor langer Zeit schon mal die Demo von Summoner angezockt und war zuerst schwer beeindruckt. Doch als ich dann 10 bis 20 Minuten später weiterspielte, wurde das Game langsam langweilig. Die Story ist sehr komplex. Naja, gut, eine komplexe Story ist nicht gerade ein Grund,
dass das Spiel langweilig wird nach 10 bis 20 Minuten. Da die Grafik ganz in Ordnung war, beziehungsweise ist, finde ich das Spiel eigentlich ziemlich gut. Sia Fingers von KOTQ. Dann haben wir natürlich eine berechtigte Feststellung von Mondknallschlumpf. Was will Summoner auf dem PC? Hier gibt es etwa 1000 bessere Rollenspiele. Gothic, Baldur's Gate, Ultima 9. Naja gut, Ultima 9 wollen wir jetzt mal außer Acht lassen. Das stimmt natürlich. Auf den Konsolen gibt es nicht so tolle Rollenspiele wie auf dem PC. Das heißt, auf dem PC muss sich Summoner wirklich verdammt gut behaupten. Und das wollen wir doch gleich mal sehen, ob es das auch kann. Ich habe auch ein Vote gemacht heute. Ich will mal wissen von euch, in welche Charakterrolle wollt ihr denn so am liebsten schlüpfen? Und musste ich mich natürlich ein bisschen beschränken. Es gibt zur Auswahl den Kämpfer, den Barbar, den Haut drauf sozusagen, den eher flinken Elfen oder auch den Dieb, die magisch begabte Hexe oder den Magier, den Druidenpriester, der ein bisschen schön die Naturgewalten beherrscht, oder den dicken, fetten, kleinen Zwerg oder den Troll. Mal schauen, was ihr denn so wählt. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt an mit einer neuen Runde Summoner. Und da schauen wir uns doch erstmal das klitzekleine Introchen an, bevor wir dann ins Spiel steigen. I am Joseph of Suran, Joseph of Massad, Farmer, Cotter, Plowman, Sahugani, Summoner. 9 years ago, I destroyed the village of Suran with a power I could neither control nor understand. A power passed down through generations for thousands. Also ich übersetze das jetzt mal ein bisschen. Das ist Josef, die Geschichte von Josef, einem kleinen Jungen, der ein Brandmal hat, sozusagen ein Summoner-Mal auf seiner Hand. Was bedeutet, dass er magische, dämonische, aber auch himmlische Kreaturen herbeizaubern kann. Und das hat er auch als kleines Kind gemacht, um Angreifer seines Dorfes fernzuhalten und abzuhalten. Hat aber nicht wirklich geklappt. Ja, der große Dämon hat das Dorf in Schutt und Asche gelegt. Seitdem will er mit dieser Gabe nichts mehr zu tun haben. Aber er muss wieder ran, er muss wieder summonen, er muss wieder beschwören, denn das Böse kennt natürlich keine Gnade und er muss ihm wieder entgegentreten. Und jetzt wollen wir mal kurz die erste Phase des Intros abbrechen und steigen gleich in die zweite. So. Hier wird nämlich endlich aus dem 2D 3D. The year was 596, Vorno Medeva. 300 years after the Medivan conquest, 1,000 years after the fall of Ikemos, and 12,000 years after the third Orenageth and the death of Ura, god of the Sudani. Also das Spiel spielt 12.000 Jahre nach dem Tod des Gottes Ura. Wichtig zu wissen. Volition kennen wir ja mittlerweile. Free Space 2, auch ein paar Leute von denen haben noch an Descent mitgearbeitet. Und bald gibt es ja das Red Faction, den Shooter Red Faction. Invaded the shores of the kingdom of Medivar. Led by the infamous four riders, Murad's soldiers laid waste to the villages along the Dahu River. Tja, die armen Dorfbewohner stapeln sich da. They came to Massad. The soldiers were looking for a boy with a mark on his hand. The mark of the summoner. Also, wie gesagt, die Wachen, die gerade, oder die Soldaten, die gerade das Dorf ordentlich nochmal niedergebrannt haben, die suchen eben nach mir, die suchen nach dem Jungen mit dem Mal des Summoner, mit dem Mal des Beschwörers. Und jetzt brechen wir mal kurz hier die Tutorial-Beschreibung ab und jetzt sind wir auch schon im Spiel. Erster Eindruck ist Third Person, aber wir können die Kamera beliebig um ihn rum rotieren, sehen wir hier. Das nehmen wir später auch noch bestimmt. Das führt auch öfters zu ein bisschen Desorientierung. Aber dafür haben wir ein schönes Gefühl von der Welt, die ja auch grafisch doch einigermaßen doch sehr brauchbar ist, kann man schon sagen. Es gibt natürlich hier immer ein paar, hier zum Beispiel, ja. Oh, das sind aber Büsche, die sind richtig groß und schwer, da komme ich leider nicht rüber. Die begrenzen natürlich den Level. Ist ähnlich wie bei Diablo 2, wo so billige kleine Burgmauerreste den Level begrenzen. Kann man natürlich nichts machen. Hier, wir sehen, das Dorf ist niedergebrannt. Wollen wir mal mit dem Mann hier reden, wir haben sogar Multiple Choice. Das ist auch ein kleines Manko bei dem Spiel, dass hier, sagen wir mal, unwichtige Dialoge keine Sprachausgabe haben. Aber ist nicht wirklich schlimm. So, er hat uns jetzt erzählt, dass da Reiter gekommen sind und da einer von denen ist hier. Und was macht der? Oh nö. Unglaublich.
Der Mann hat ihn einfach gnadenlos niedergestochen. Und dafür wird er jetzt büßen. So, ich ziehe mein Schwert und gebe ihm den ersten Hieb. Und ich glaube, dabei belasse ich es jetzt. Ich will nämlich im zweiten Take gleich mal ein herausragendes Feature von Summoner vorstellen, nämlich das Kampfsystem. Und bis dahin eure Kommentare zu dem Spiel auf giga.de. Brutal in der Challenge. Samurai, Schwert, Schlagstock, all das gibt's bei Soul Calibur. Zum ersten Mal im Challenge heute übrigens. Und ich hoffe doch auch, dass heute zum ersten Mal der Simon zocken wird in der Challenge. Er grinst schon. Und ich drücke auf jeden Fall fleißig die Daumen und zähle auf euch und zeige euch gerade auch die Highscore-Liste. Micha mit 4 Siegen, Hannes die Hälfte mit 2, Etienne ebenfalls 2 Siege, Carsten auch 2, Jörg auch 2 Siege, Simon noch keinen Sieg. Das wird sich hoffentlich heute ändern. Ihr solltet auf jeden Fall eure Wunschpaarung wählen. Wie ihr das macht, das zeigt euch jetzt die Angie. Soul Calibur, endlich mal ein neues Prügelgame für den Challenge, yes. Und da fehlen eigentlich nur noch die passenden Prügelknaben und die solltet ihr jetzt ganz schnell wählen auf giga.de auf dem Challenge-Button. Und ich denke, Jörg und Simon sollten sich heute mal ordentlich auf die Mütze hauen und dann schauen wir uns das Zwischenergebnis an. Da stehen auch an Stelle 1 Simon gegen Jörg mit 41%, gefolgt von Carsten gegen Michael mit 36%. Und da ich lieber Simon und Jörg heute Abend zocken sehen möchte, solltet ihr jetzt ganz schnell auch für sie voten. Bescheißen bei Counter-Strike? Das nicht geht. Möglich. Müssten jetzt einige sagen, wir sind mittlerweile bei Version 1.1. Das gute Ding ging schon über den Ladentisch. Und jetzt finden da zwei Jungs raus von dem Clan, dass das eigentlich alles gar nicht mal so sicher ist. Also dass es immer noch Bugs gibt. Zum Beispiel einen ganz fetten, der eigentlich gerade bei Multiplayer-Matches ziemlich nerven dürfte. Und zwar ist nämlich, könnt ihr Granaten jetzt mit Granaten einen kompletten Raum überfluten eigentlich, also mit Blendgranaten. Ja. Und das ist, denke ich, nicht allzu schön. Wir haben jetzt hier auch schon gleich mal eine Demo gestartet, die euch das jetzt alles zeigen wird. Und starten die jetzt auch mal, indem wir eingeben Play Demo Grand Bug, so heißt die. Und da haben die Jungs das für uns aufgenommen. Ups. So. Da sieht man erstmal echt, dass es bestimmt ausgenutzt wird, demnächst in irgendwelchen Clan-Fights, also, wir dieser gravierende Bug. Wir haben es auch eben ausprobiert. Es geht, es ist ein bisschen tricky, also es geht nicht sofort. Man muss ein bisschen ausprobieren, man muss vor allem die genaue Position einhalten, die die Jungs einem jetzt gleich zeigen. Aber es funktioniert und es nervt ganz schön. Also gleich seht ihr genau, was wir meinen. Dieser richtige, unfaire Bug, kann man sogar sagen. Ja. Der wird wirklich regelrecht ausgenutzt. Coming soon to destroy a Counter-Strike game near you. Ja, das kann durchaus passieren, wenn die Jungs von Counter-Strike nicht endlich dann bald einen Patch rausbringen. Was ich aber mir ziemlich sicher bin, dass das passieren wird. Es geht allerdings, was wir jetzt gesehen haben, nur auf dieser Karte bislang. Und auch nur in diesem Tunnelkonstrukt, in dem die Jungs sich hier jetzt gerade befinden. Warum werdet ihr gleich sehen? Jetzt zeigt er hier, wo man die Karte reinwerfen muss. Vorher machen sie noch ihr Magazin leer. Das hat aber eigentlich keinen großen Sinn. Also es funktioniert auch ohne. So. Er soll sich da hinstellen, natürlich macht er jetzt. Ja, die erklären halt nochmal alles. Also wir haben das Video natürlich auch auf giga.de einen kleinen Bericht drüber geschrieben und auch das Video zum Download und euch auch erklärt, wie ihr das am einfachsten abspielt, dass ihr euch das eben auch daheim nochmal angucken könnt. Oder einfach selber ausprobieren. Also gerade zum Lernen. Genau, jetzt ist dieser Flashbang. Habt ihr es gesehen? Es war absolut niemand in der Nähe und trotzdem wurde er geblendet. Jetzt probiert er es selber aus, das funktioniert. Und nochmal. Und nochmal. Also es geht definitiv. Wir können auch, wie gesagt, immer nur bestätigen, wir haben es ausprobiert. Das ist jetzt kein Fake oder so. Es funktioniert. Es muss eben nur, auch jetzt wird natürlich gezeigt, wie es funktioniert. Es muss eben wirklich nur an einem bestimmten Punkt passieren, dann klappt es auch. Durch die Wand werfen. Ja, oder so ähnlich. Genau da. Bumm. Und einfach durch. Und so funktioniert es. Jetzt sieht man es natürlich nicht, dass es eben nur in diesem Tunnel funktioniert. Aber es ist auch unfair, durch die Wände zu werfen. Hm. Durch die Wände werfen ist aber mit Granaten unfair, ja. Das funktionieren? Nee, oder? Mit Granaten? Da steht ja gerade da, er hat gerade geworfen, normale Granate. Hat gar nicht ausprobiert, also mit uns hat es vorhin nicht geklappt. Same mit so Flashbang or Smoke, also es geht ja, genau. Auf jeden Fall auch mit Rauch. Wobei das ja dann doch nicht so allzu schlimm ist. Also ein bisschen Rauch im Gang geht noch, aber... Ist schon zeigen die uns nochmal. Also genau hier müsst ihr euch eben auch... Dann postieren, dann leicht nach oben gucken. Genau, jetzt macht er es. Ja, jetzt wird es nochmal gezeigt, genau. Und leicht nach oben gucken oder eben springen und mitten durch die Wand. Ihr müsst eben wirklich direkt an der Ecke stehen.
Er hat sich jetzt hier geblendet. Normalerweise blendet ihr euch aber nicht dabei, wenn ihr euch rechtzeitig umdreht. Das heißt, ihr habt wirklich nur Vorteile von. Kann ich mir vorstellen, wenn da einfach Clan-Spiele sind, dass wirklich einer einfach... Das soll jetzt, nicht heißen, dass wir euch auffordern, da jetzt unbedingt dieses Ding auszuprobieren und da nur noch so zu spielen. Das wäre ja dann unfair. Und schickt uns bitte auch jetzt keine Viren oder Mailbomben oder sonst was. Wir wollen es nur zeigen, weil es, denke ich mal, doch recht interessant ist. Und ich denke, früher oder später wird ein Patch rauskommen. Mit Sicherheit schon in der nächsten Zeit. Und ihr seht, es geht halt auch... Auf anderen Kisten. Auf anderen. Aber blind ist man dann wirklich meistens nur in diesem Konstrukt eben. Ja, weil da halt die unfaire Stelle ist. Weil da, genau, da ist es wirklich... Die verstecken sich da drin und dann werden die einfach dazu bombardiert. Trotzdem. Jo, die beiden unterhalten sich da jetzt noch ewig, werben ein bisschen für ihre Seite. Wir wollen jetzt aber ein bisschen für unsere Seite werben, und zwar für Giga.de. Geht auf unseren Bericht, geht in den Cons-Bereich und auf den Vote und sagt uns, was ihr davon haltet. Ach ja, was soll ich sagen, Michael? Wir zwei sind schwer erkältet, eigentlich todkrank, sitzen trotzdem heute mal wieder hier und geben alles für euch da draußen. Unser Spiel heute, Kengo Master of Bushido für die PlayStation 2. Das ist heute unser Thema und ich habe mich da heute mal ein paar Stunden mit beschäftigt und hatte einen sehr, sehr guten ersten Eindruck, auch wenn es gar nicht so einfach ist, am Anfang da durchzusteigen, weil ich habe es am Anfang schon erwähnt, als ich mit dem Micha gesprochen habe, man muss doch einige Sachen beachten, die man bei den üblichen Beat'em-ups nicht hat. Also es geht alles nicht so schnell. Ich würde sagen, wir steigen jetzt hier ein mit dem Intro zum Spiel. Da kann man sich schon mal ein bisschen was von der Grafik reinziehen. So, und da geht's auch schon los jetzt. Der hat gerade mit dem Feuerstein hier die Kerze angemacht. So, und die Kerzen gerade mit dem Schwert wieder ausgemacht. Das ist nachher auch wieder eine der Übungen, die wir im Training wiederfinden werden. Das ist halt auch ganz wichtig, nachher, wenn wir ein Dojo gewählt haben, auch hier wieder eine Trainingsübung und auch hier die Wasserfälle. Das werde ich euch nachher alles zeigen, was es damit auf sich hat. Denn man kann in diesen Trainingsaufgaben seine Skills nach oben pushen. Und da sind doch einige Sachen dabei, die dann nachher für den Kampf sehr, sehr wichtig sind. Am Anfang habt ihr gleich drei Charaktere zur Auswahl, die ihr nehmen könnt. Und dann habt ihr als allererstes die Aufgabe, euch ein Dojo zu wählen. Da gibt es auch mehrere zur Auswahl, die alle in verschiedenen speziellen Techniken ausbilden. Also es geht natürlich in allen Dojos um den Schwertkampf, aber alle Dojos haben verschiedene Spezialausbildungen, sagen wir es mal so. So, jetzt müsste es auch eigentlich losgehen. Da gibt es, nochmal eine weitere kurze Einführung, bevor es losgeht. Das dauert jetzt nochmal ungefähr 10 Sekunden, dann sind wir im Spiel. Wow! Und schwupps, so, jetzt geht es auch gleich los. Und dann zeige ich euch, was ihr alles machen könnt. Wir haben am Anfang, das können wir vielleicht gleich mal machen, wenn der Michael Lust hat. Wir können Versus Mode spielen. Ich habe jetzt gerade den zweiten Controller nicht drin, deswegen sieht es komisch aus. Wir können Tournament spielen oder in den ganz normalen Singleplayer. Das mache ich jetzt mal. Nachher zeige ich euch dann auch meinen Spielstand mit Continue Game. Wir gehen aber erstmal auf New Game, damit ihr mal einen kurzen Eindruck gewinnt, wie es aussieht, wenn ihr ein neues Spiel beginnt. So, jetzt haben wir hier die drei verschiedenen Charaktere zur Auswahl. Die haben natürlich auch wieder verschiedene Attribute. Der eine ist ein bisschen stärker, der andere ist ein bisschen geschickter und so weiter. Ja, zum Beispiel Fast Movement and Combos. Also es gibt auch verschiedene Combos, die ihr nachher auslösen könnt mit Triangle. Und er ist halt, hat halt ein ziemlich schnelle Bewegung. So, ich würde sagen, ich entscheide mich für High Attack Speed and Powerful Blows. Der ist also ziemlich kräftig. Jetzt hier haben wir die verschiedenen Dojos zur Auswahl. Auch hier seht ihr jetzt jeweils eine Beschreibung zu dem Dojo. Wir sehen unten links, wer hier der Master ist, der Sensei, wie man so schön sagt, glaube ich. Und jedes Dojo hat halt verschiedene spezielle Ausbildungsweisen. Hier zum Beispiel Fast Combination Techniques und so weiter, Using One-Handed Attacks
Also verschiedene Dinge gibt es da zur Auswahl. Wir wählen jetzt einfach mal eins der Dojos aus. Und dann kommen wir auch in die ersten Trainings. So, hier, das überspringe ich jetzt mal. Ganz kurz, weil das ist so dieses Feuer und tralala. Ich habe übrigens den zweiten Controller ausgepackt und werde dir gleich den Federhandschuh hinwerfen, indem ich mich einfach einplagge. Kein Thema. So, dann geht's ab. Jetzt sind wir in der Introductory Lesson. Jetzt hier haben wir, sehen wir schon oben rechts die Tastaturbelegung, hätte ich jetzt fast gesagt, wie ihr den Kämpfer steuern könnt. Am Anfang werdet ihr aber eigentlich erstmal nur verprügelt, ungefähr 30 Sekunden lang. Der macht jetzt gerade eine Combo hier. Ja, ich werde vom Allerfeinsten verprügelt. Das ist aber ganz normal. Das wird euch auch passieren, wenn ihr in das Spiel einsteigt. Und das ist auch Sinn und Zweck der Geschichte, dass ihr erstmal seht, so holla die Waldfee. Die Jungs haben ja echt was drauf. Noch 5 Sekunden. Ich kann das eigentlich jetzt mal so laufen lassen. Ihr seht oben rechts, die Kreistaste ist für den Angriff. Der X-Button ist für den Block. Und mit der 4X-Taste habt ihr eine Parry. Das heißt, ihr schlagt quasi eine Art Finte und geht auf den Angriff des Gegners ein. Jetzt sind wir im Dojo. So, wir klicken auch Dojo an, um halt jetzt das erste Training zu absolvieren. Hier sehen wir es gerade schon, Striking Lesson. Hier geht es also am Anfang erstmal nur um das Schlagen. Und das ist auch jetzt, diese 3 Stufen werden wir absolvieren, 3 verschiedene Trainingslessons, um halt die Steuerung, um uns in die Steuerung einzufinden. Das ist ein Muss, was man hier hat. Oben rechts sehen wir, wie viele Attacken ich noch anbringen muss, nämlich noch 4. Auch das läuft hier auf einem gewissen Zeitlimit. Und natürlich verschiedene Attacken. Nachher könnt ihr auch weitere Kombos dazu lernen. Na, komm her. Ist gar nicht so einfach am Anfang, weil wir auch jetzt noch ziemlich langsam sind, noch nicht ganz so geschickt. Das müssen wir nachher durch das Training verbessern natürlich. So, das habe ich jetzt gerade erfolgreich abgeschlossen. Und am Anfang kämpfen die natürlich noch alle mit Holzschwertern. Weiß nicht genau, wie nennen sich diese Holzschwerter nochmal? Nicht Katana. Etienne hätte es jetzt gewusst, der war nämlich damals Zweiter vom Neckermann-Turnier. Wollte ich hier auch gerade nochmal erwähnen. Ja, aber das war ja ein ganz anderes Spiel. Das war jetzt Stimmt. So, jetzt hier Defense Lesson. Zeige ich auch nochmal ganz kurz, bevor wir nachher meinen Spielstand rauskramen werden. Und dann wird es nämlich richtig interessant, wie ihr nachher die Attribute steigern könnt. Und auch Michael wird nachher noch involviert sein in meine Takes. Kriege ich noch meine Packung. So, jetzt geht es darum hier, ups, ich greife gerade an, das war falsch, mit dem X-Button hier verschiedene Schläge von dem Typen abzuwehren. 5 muss ich noch oben rechts, sehen wir es noch, was noch übrig bleibt. 4. Oh. Jede Attacke, die er landet, wird mir natürlich wieder draufgezählt. 7 jetzt gerade. Na, schaffe ich das noch? Zuckst aber irgendwie die ganze Zeit. Ja, weil ich immer... Das ist auch geil. Weil ich immer versuche, ja genau, möglichst jede Attacke abzuwehren. Naja, wie auch immer, wir zeigen gleich, wie es weitergeht. Ich zeige euch gleich meinen Spielstand und auch Michael wird es gleich auf den Sack kriegen von mir. Vom allerfeinsten bei Kengo Master of Bushido für die PlayStation 2. Unbedingt die beiden Helper im Challenge sehen. Und ich denke, die Chancen stehen nicht schlecht, denn sie haben eben mit 41% im Zwischenergebnis geführt. Deswegen will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und zeige euch das Endergebnis. Simon gegen Jörg mit 42%. Yippie! Wo ist die Hymne? Wo ist die Hymne? Wir wollen unsere Helper-Hymne. Yes! Es wurde Zeit. Simons erster Challenge. Echt mal eben. Ja, das freut mich. Bist du? Vor allem, ja, ist erstmal, dass 2 Helper drin sind, oder? Oder nicht? Oder was bei Rumpel? Nach langer Zeit auf jeden Fall. Haben auf jeden Fall gezockt, damals zusammen, aber schon lange her. Soul Calibur, super brutal wird das, ne? Mit Schwert. Och, ne. Und ja, so sehr erotisch, muss man sagen. Das Spiel ist sehr erotisch. Also. Ja. Was ist daran erotisch? Müssen wir dann näher sehen. Okay, das sehen wir gleich auf jeden Fall. Wenn wir dabei sind, auf jeden Fall. Ich bin gespannt, vor allem auf Simon gleich. Ja. Soul Calibur, bis gleich. Der Gamesplash am 11. April. TAM gibt Nachhilfe. Counter-Strike spielen und Counter-Strike können sind 2 grundlegend verschiedene Dinge. Der TAM-Clan hilft euch jetzt beim Perfektionieren eurer CS-Künste. Als einer der besten europäischen Clans hat sich TAM hingesetzt und ein 164 Seiten starkes Buch zum Thema Counter-Strike verfasst. Eine ausführliche Map-Analyse, die besten Taktiken, Tuning-Tipps und jede Menge Infos zur CS-History sollten euch den absoluten Durchblick verschaffen. Mehr Details zu dem Counter-Strike-Lösungsbuch findet ihr im PC-Bereich.
Neue Features für Rune. Die vielen kleinen lästigen Bugs, die den Spielspaß bei Rune bisher gemindert haben, dürften endlich Geschichte sein. Der neueste Patch behebt sie angeblich alle. Allerdings wurden nicht nur die Fehler ausgemerzt, sondern auch neue Features hinzugefügt. Ab sofort gibt es ein neues Player-Model, außerdem könnt ihr mit dem Schild oder einer Attacke heranfliegende Waffen blockieren. Die restlichen Neuerungen findet ihr im Help-Bereich und den Patch selber bei uns auf dem Download-Server. Jump'n'Run-Demo. Mit der aktuellen Demo zu Akimbo Kung Fu Master könnt ihr euch jetzt bei uns ein klassisches Jump'n'Run downloaden. Als junger Kung Fu Kämpfer lauft ihr dabei durch knallig bunte Level und müsst Hindernisse überspringen, kleinere Rätsel lösen und genau Gegner platt machen. Damit euch die heranstürmenden Spinnen, Geister und Skelette auch ernst nehmen, beherrscht ihr Moves wie den Sidekick, den Backflip und so weiter. In der Akimbo-Demo könnt ihr 2 komplette Level durchzocken. Die Demo ist knapp 60 MB groß und ihr bekommt sie im Download-Bereich. Außerdem das Titanium Angels Movie, verewigt euch in einem Spiel und die neue Version von Scientist Hunt. Das alles und mehr auf giga.de. Die erste Runde. Simon ist ein bisschen nervös, oder? Ja, so ein bisschen schon. Dafür bringen wir jetzt gleich erstmal ein paar. Heidi bringt uns jetzt die Spielutensilien. Sag ich dann nur. Bitte schön. Danke an unsere geliebte Assistentin Heidi. Und viel Glück, ne? Wenn, dann setzt man ihn so auf. So, genau. Achso, noch ein Glücksbringer und zwar von Micha, das Schweinchen. Oh. Das muss jetzt ganz festhalten, obwohl du musst ja gleich spielen, das geht ja eigentlich gar nicht. Das geht. Das klappt schon, ne? Ja, wir wollten auf jeden Fall noch den ganzen Leuten danken, die uns endlich gewählt haben. Tausend Dank. Weitermachen, wir brauchen diesen verdammten Amor. Wir wollen ihn so dringend haben. Okay, dann fangen wir direkt mal an, oder? Ja. Könnt ihr direkt mal zeigen, was ihr so drauf habt. Soul Calibur. So. Habt ihr schon das öfter gespielt, oder? Ja, doch schon. Ja. So, erstmal ein Fighter. Wir nehmen die Range da, die Stage da. So. Also ich muss ja gestehen, ich habe ja nur den ersten Teil, also diesen ganz Ur-Ur, den Soul Age, genau, die japanische Version gespielt. Und das hat sich natürlich grafisch auch hier extrem geändert. Auf jeden Fall. Der Jörg ist Sufitia und du bist Kilik, oder was? Killik. Killik. Manche würden jetzt sagen, er ist ein Buffensmasher, aber ich finde ihn eigentlich ziemlich cool. Kann man es mit den Schwertern auch so richtig aufschließen? Nein, ja doch schon, aber es fließt natürlich kein Blut. Außerdem sind wir bei Giga Games. Und da ist sowas nicht erlaubt. Wir würden hier niemals dazu. Nein, niemals! Oh, es ging aber schnell. Er ist brutal, er hat so ein langes Ding dran da. Wo kann er denn schlagen damit? Die mit den Ballon-Dingern. Na der, den meine ich, den. Du sprichst auch noch drauf an, ne? Nein. Du musst den Jörg ja mittlerweile echt Jörg kennen. Hat das mit dem langen Ding gesagt. Ja, und du sprichst drauf an. Hat ja schon irgendwie was von Tekken, oder? Dead or Alive. Ja, ich hab ihn nass gemacht. So, ist echt knapp das Spiel. Jetzt kommt noch eine dritte Runde, ne? Ja, dann wird's ja die Entscheidungsrunde lesen, ne? Also das Replay kann man nicht wegdrücken, oder? Ja. So. Dieses knapp ist die. Ja. So, die alles entscheidende Runde. Was ist da unten, Lava? Yeah. Okay, ich muss ja sagen, trotzdem, egal wo der Punkt ist, hingegen, er ging in den Help. Eben, ging in den Help-Bereich und das ist das, was zählt. Das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Aber es klappt verschlagen für die erste Runde. Wo ist denn das Schweinchen? Hast du es auch schön festgehalten? Das Schweinchen habe ich hier. Sollen wir kurz nach vorne gehen? Ja. So, das war ein klarer Sieg von Jörgi. Ja, also klar war der eigentlich nicht. Du hast ja gesehen, die erste Runde hat er knalllos gefühlt und dann habe ich dann so ein bisschen aufgeholt. Mehr war es eigentlich nicht. Ja, zwei Runden dann doch, oder? Wir werden jetzt noch ein bisschen trainieren. Genau, ihr trainiert auch ein bisschen und dann gleich in der zweiten Runde machst du noch einen Sieg. Habt ihr jeder einen Sieg eingefahren? Im Help-Bereich und das wäre doch mal klasse, Gille. Okay, ihr sollt jetzt auf giga.de gehen, auf den Challenge-Button und eure Wetten abgeben. Wow, wow, Jörg hat gewonnen. Damit hätte ich eigentlich nicht gerechnet. Ich dachte eigentlich, dass Simon gewinnt. Naja, auf jeden Fall solltet ihr jetzt eure Wetten abgeben auf giga.de, auf dem Challenge-Button. Zum Wetten, dann tippe ich eigentlich mal auf 2 zu 0 für Jörg. Kurzes E-Mail-Formular ausfüllen, abschicken und mit etwas Glück Ducati World für den PC gewinnen.
Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich hätte es lassen sollen. Nicht auf die PS2 eindreschen. Ja, jetzt haben wir hier so einen kleinen Konsolen-Rollenspiele sind besser als PC-Rollenspiele. Krieg in den Comments. Ich entschuldige mich förmlich. Es gibt natürlich auch zahlreiche gute Rollenspiele für die guten kleinen, nein, für die guten Konsolen. Wir haben zum Beispiel hier von Magnus eine kleine Aufliste. Wieso sind Konsolen-Rollenspiele schlechter? Und er meint dann zum Beispiel natürlich Final Fantasy ganz klar auf der PlayStation und auch schon vorher, haha, Diablo, Baldur's Gate und so weiter, alles Dreck mit Maus und Tastatur ist scheiße. Grandia 2, Final Fantasy, Skies of Arcadia, das sind klassische Rollenspiele und nicht so ein Scheiß. Japanische Rollenspiele auf Konsolen sind besser als westliche Rollenspiele auf dem PC. Tja, sage ich auch immer, ja, die gute, freie, westliche Welt ist nicht wirklich die beste. Es gibt auch die japanischen Rollenspiele, die sind wirklich geil und klasse. Nur leider werden die ziemlich selten für den PC umgesetzt. Ja. Also ich glaube, Final Fantasy 8 war es oder 7 gab es für den PC. Bin mir nicht mehr sicher. Aber was haben wir hier noch von Ziver? Wolle, Grasse, vielleicht, wenn es das nächste Mal geht, den Betreff ein bisschen klarer wählen. Hi Hannes, mir gefällt es sehr gut. Die Grafik ist ziemlich gut. Wie lange braucht man, um das Game durchzuzocken? Kann ich nicht beantworten. Ich habe es noch nicht durchgezockt. Ich bin ganz am Anfang. Aber im FAQ, im Offiziellen, steht sowas von 35 bis 40 Stunden. Und da das nicht sehr viel ist, glaube ich den Leuten einfach mal. Ist ja nicht wirklich Monster viel für ein Rollenspiel, ist aber auch nicht wenig. Also ist schon ordentliche Spielzeit, 35 Spielstunden. Was haben wir denn hier noch? Finde das Spiel ganz ordentlich von Nick Serious. Das wollen wir uns nochmal schnell durchlesen, bevor wir dann das Kampfsystem demonstrieren. Die Grafik finde ich eigentlich nicht schlecht, eher gesagt gut. Aber kaufen würde ich mir das Spiel trotzdem nicht, weil für mich die Story zu komplex ist. Was ich so von der Demo mitbekommen habe. Tja, das ist natürlich was. Ne? Wenn man sich schon auf ein Rollenspiel einlässt und dann die Story zu komplex ist, dann sollte man das lieber nicht machen. Also Diablo 2 kann man auch ohne Story durchzocken, aber alle anderen Rollenspiele eher schlechter. Und auf die Story gehen wir dann gleich noch ein. So, und jetzt demonstriere ich mal ein bisschen, wie man den ordentlich hackt und kämpft. Also, wie gesagt, wir klicken einfach mit der linken Maustaste unseren Feind der Wahl an. Nehmen wir einfach mal hier diesen kaiserlichen Soldaten. Und jetzt gibt es ein Kettensystem. Ich spiele jetzt einfach mal normal. Er muss gar nichts machen. Ich kann die Kamera rotieren. Er greift automatisch an, aber nicht gerade sehr gut. Ja? Also er wehrt sich zwar, hüpft auch ab und zu Seite, aber nicht wirklich super toll. Hat sie aber immerhin schnell erledigt. Ja? Hätte ich nicht gedacht. Schade, muss mir den nächsten Gegner suchen, um die Kettenreaktion zu demonstrieren. Man kann nämlich, da ist noch einer hier. Man kann nämlich, wenn man auf dieses Kettensymbol achtet, im richtigen Moment die rechte Maustaste drücken und dann verwendet man einen Schlag nach dem anderen, ohne dass der Gegner sich wehren kann. So, komm mal her. Da, Chain 2 habe ich gekriegt, Chain 3 habe ich auch gekriegt, Chain 4 habe ich gekriegt, jawohl, der kann nichts machen, Chain 5, Chain 6. Ist so eine kleine, sag mal, ein kleines Geschicklichkeitsspiel, wenn man gut mit Klicken ist, dann kann sich der Gegner nicht wehren und der hat was fallen lassen, ja, sehr schön. Können wir eigentlich auch gleich mal ein bisschen sowas vom Interface zeigen. Also wir haben hier unten in der Leiste Kampfmodus an oder aus. So, jetzt steckt er sein Schwert weg, jetzt nimmt das wieder, aber wir stecken es jetzt mal weg. So, komm, dann haben wir hier den Charakterbildschirm. Wie gesagt, es ist ein Rollenspiel, es gibt dann bis zu 4 Charaktere in der Party. Man kann die aber nicht wählen, das heißt, man fängt mit Josef an, ist ja sehr storylastig. Da ist es meistens so, man kriegt dann später noch Fleece und andere Charaktere. Und die haben aber hier Skills, da kann man natürlich was ändern. Also er hat zum Beispiel hier Schwertwaffen und Push, also Schieben, Drücken, also eher im Kampf natürlich. Ausweichen, Heilen und dann die Spezialfertigkeiten bei Kettenreaktionen. Und ich habe hier zum Beispiel schon Charakter Level 2 erreicht. Natürlich hier, klar, Experience Points, Erfahrung, wie viel ich zum nächsten Level brauche und so weiter und so weiter. Hier ist es ganz nett, falls ich ihn von der AI kontrollieren lassen will, wenn ich in der Party bin, kann ich hier aussuchen, ob er eher für den Nahkampf sich gut anstellt oder Unterstützung leistet oder so der Heiler der Party ist und dann automatisch heilt. Und was haben wir hier noch? Resistances kennen wir ja auch aus diversen Diablo-Rollenspielen zum Beispiel. Und wir haben hier noch nicht wirklich viel, ja. Magie 4%, alles andere ist noch in weiter Ferne. Aber was soll's, wir sind auch erst gerade am Anfang. Und jetzt wollen wir doch mal schauen, ob wir diesem kaputten, niedergebrannten Dorf nicht irgendwie entkommen können. Da unten ist zum Beispiel schon so ein kleiner Landungssteg. Und ich glaube, ich will ja nicht zu viel verraten, aber da wartet schon der erste kleine Boss auf uns. So, die unterhalten sich mal wieder sehr. Wir sehen zum Beispiel jetzt bei den Symbolen, was überhaupt interessant ist, ja, mit wem man ungefähr vielleicht reden sollte. Also die sagt zum Beispiel gar nichts. Schauen wir mal hier, mit dem kann man ein bisschen reden und Informationen einholen. Fluss? Fragezeichen. Jago? Fragezeichen. Soldaten? Fragezeichen. Ja, und so weiter. Oder Farewell, auf Wiedersehen und Tschüss, es reicht mir, was du gebabbelt hast.
So, and. Jetzt haben wir zum Beispiel ein kleines Quest gekriegt. Kann ich auch mal demonstrieren hier. Quest Journal. Find Iago. Iago ist mein alter Lehrmeister und den muss ich finden. Und der gibt mir dann überhaupt Aufschluss über die Welt und das Leben und den ganzen Rest. So, und jetzt wollen wir doch mal hier über die Brücke schlendern und diesen fiesen Gesellen einen kleinen Besuch abstatten. Also wundert euch nicht, der Josef sieht ein bisschen aus wie eine wandelnde Leiche, das ist nun mal so. Zieh dein Schwert. Leider ist er ein bisschen stumm, der Mann mit dem Hammer, aber gleich wird er noch ein bisschen stummer sein. So, komm mal her. Chain 1 gekriegt und Chain 2 gekriegt. Chain 3. Oh, nee, doch nicht. Too fast, da war ich wieder zu schnell und zu gierig. So, Chain 1, Chain 2, Chain 3. Wir sehen schon an den ganzen Dialogen und an den Symbolen, das ist natürlich jetzt die englische Version, wird aber auch eine komplett deutsche geben. 1, 2 und 3 und 4 und 5 und 6. Ja, sehr schön. 7. Das geht natürlich jetzt beliebig hoch. 8. Ich glaube, das Beste, was ich hatte, waren 13 hintereinander. So. 11 und 12. Und da liegt er. So, und jetzt hat er auch was fallen lassen. Ein bisschen Gold. Mal schauen, wie viel brauche ich noch bis zum nächsten Charakterlevel? Ah, ich bin jetzt schon aufgestiegen, Charakterlevel 3. Und ich habe jetzt hier Skill Points zu vergeben. 2 Stück. Dann sage ich doch mal, ich mache mal Schwertwaffen eins höher und heilen. Das ist ziemlich wichtig für die anderen Partymitglieder. So, das akzeptieren wir jetzt mal. Und jetzt fahren wir dann mit dem Bötchen von dem Steg los und sehen uns gleich wieder in der großen Stadt Lelelene oder so ähnlich. Das ist die Hauptstadt und da geht das Spiel dann weiter. Originellen Pac-Man-Klon gefunden für euch. Quickman heißt das Ganze und das zeigen wir euch jetzt direkt. Jo, so, ich fange mal direkt hier an. Ich muss natürlich wie immer die Pillen hier auffressen. Da kommen auch schon die zwei da Geister. War auch eine Brezel, ne? Die gibt dann, denke ich mal, Punkte, was? Ja. Und diese leuchtenden Icons, okay, dann. Die setzen meine Geister außer Gefecht, siehst du? Die werden dann grau und die kann ich dann auffressen. Das sehe ich doch glatt. Nur das Problem an der Sache ist, dass da direkt wieder zwei neue gekommen. Also war nichts. Ganz zu früh gefreut. Schwuppdiwupp in die andere Richtung. Ne, oben lang. Ja, ich gehe ja schon. Okay, Mama. Mach das, was ich sage. Was ist das jetzt eigentlich, eine Shareware-Version? Ja, also die Demo-Version ist das hier praktisch, ne? Aha, 8 Level hast du dann, ne? Genau, kannst 30 Tage kostenlos testen. Und wenn man sich dann für die Vollversion entscheidet, dich freuen sich auch noch. Kostet das 23,95 €. Du liest ja ab. 3 Leben hast du. 3 Leben hast du, hast dich um an den Herzchen. Ja. Oh, so, das erste Level will ich jetzt auf jeden Fall noch schaffen. Ja, Pac-Man ist ja eigentlich fast mein Lieblingsspiel. Aber zumindest jetzt, das finde ich jetzt. Was geht, so würde ich sagen. Aber hast du schon mal Miss Pac-Man auf der Konsole gespielt? Ja, auf der PlayStation 1? Total niedlich. Geil. Da habe ich mal einen Samstag lang, 5 Stunden lang durchgezockt. Ich konnte mich gleich mal losreißen. Lüg nicht. Hast du das wirklich getan? Nein, habe ich wirklich gemacht. Echt? 100 pro. Da kommt wieder eine. Warum sollte ich denn lügen? Könnten die Saugen lügen? Also ich glaube, ich kann es am besten beurteilen. Und? Ich komme ins nächste Level. So, zack. Ich stelle da fest, dass die Musik eigentlich laut gemacht. 8 Level, okay. So. Jetzt kommen auch direkt wieder die Geister. 8 Level, ja. Sobald ich starte, kommen halt die Geister aus dieser komischen Garage da raus. Aha. Und pro Level werden das immer mehr. Jetzt habe ich schon 3. Was liegt denn da rum? Das Rote da. Sieht aus wie ein Herz oder sowas, keine Ahnung. Gibt auf jeden Fall Punkte, denke ich, ne? Genau. Schnapp sie dir. Komm. So, jetzt war. Soll ich mich da reinwagen? Komm, ich wage mich da rein. Ein süßes Spielchen. Zack. Ja, wir beide sind jetzt auf jeden Fall wieder im Chat anzutreffen. Wenn ihr nichts anderes vorhabt, dann kommt auf jeden Fall vorbei. Und ich wette, ihr habt nichts anderes vor. Nein. In der ersten Stunde seid ihr Zeuge geworden, wie Tisch 3 endlich nach langen, langen Ankündigungen erwacht ist. Ich denke mir, der Tisch 1 wird sich da in nächster Zeit für revanchieren. Ne, Carsten? Was? Ich habe gerade gesagt, Tisch 1 wird sich revanchieren für das Erwachen des Tisches 3. Aber heute wird das ja leider nichts mehr, denn auch die zweite Runde gehört den Helpern. Und ich finde, die gönnen ihnen es auch mal, weil sie haben sich ja lange, lange mühevoll darum bemüht. Und deswegen sei es ihnen auf jeden Fall
auch mal gegönnt. Ja, wir können euch ja, wie gesagt, nicht garantieren, dass in der zweiten Stunde der Tisch einzig revanchiert. Trotzdem kann ich euch versprechen, dass auch in der zweiten Stunde es sich auf jeden Fall lohnt, dran zu bleiben. Denn es geht weiter im PC-Bereich mit Summoner und der großen Diskussion, ob jetzt Rollenspiele auf dem PC besser sind als auf der Konsole oder nicht. Schreibt weiter fleißig dem Hannes. Meine Meinung könnt ihr euch denken, deswegen schreibt ihm eure Meinung. Dann bei den Konsoleros das Spiel Kengo Master of Bushido. Die MechWarrior-Skins gibt es bei den Helpern oder mittlerweile Tisch 3, wie wir ihn liebevoll nennen. Und unsere beiden Free and Fun Ladies präsentieren einen Stuntjump mit Grandpa Grumble. Falls ihr Interesse an Multiplayer-Geschichten haben, an LAN-Partys und ähnliches, seid ihr bei uns auf der Seite natürlich genau richtig. Denn ihr kennt hoffentlich schon unseren ominösen, berühmt-berüchtigten und trotzdem fantastischen LAN-Plan, den ihr bei uns auf der Seite auf giga.de findet. Und wenn ihr da draufklickt auf den LAN-Plan, kommt ihr direkt zu der großen Auswahl an verschiedenen LAN-Partys, die ihr bei uns oder die bei uns gemeldet sind. Da könnt ihr dann sortiert entweder nach Deutschland, Österreich, der Schweiz oder allen dreien zusammen die verschiedenen LAN-Partys aussuchen. Und wenn ich dann einfach mal auf einen draufklicke, bekommt ihr zu genau diesen genauere Informationen, wie zum Beispiel die wichtige URL, wo ihr nähere Informationen bekommt, dann hier auf der rechten Leiste die ganzen Informationen, dass es halt ab 16 ist, eine Größe von ca. 100 bis 250 Leuten. Essen ist da, Schlafmöglichkeiten sind da und ganz wichtig, Parkmöglichkeiten sind auch da. Und daneben noch andere Informationen, wie zum Beispiel hier fette Turnierpreise. Und welche Spiele gespielt werden, sind natürlich auch noch sehr, sehr wichtig. Dann habt ihr natürlich darüber hinaus noch die Möglichkeit, hier verschiedene Sachen anzuklicken, wie zum Beispiel Party anmelden. Wenn ihr eine eigene LAN-Party machen wollt, geht ihr einfach auf Anmeldung, müsst dann hier natürlich euren Veranstaltungsnamen und die ganzen Informationen, die ihr bei den anderen auch schon gesehen habt, fröhlich eintragen, abschicken und schon werdet ihr auf dem berühmten LAN-Plan bei Giga Games drauf sein und werdet bestimmt euch vor Mitgliedern und Teilnehmern nicht mehr retten kommen. Kommt also einfach auf giga.de, denn da lohnt sich's immer. Kinas, was ist denn los? Ich wollte doch Mitleid von euch haben, aber ich habe bisher nur eine Mitleid-Mail bekommen. Ich glaube, wir müssen uns hier gegenseitig bemitleiden, Michael. Armer Carsten. Ein bisschen Mitleid hier. Carsten, krank sein. Carsten, ganz krank sein. Und ich? Auch eine Runde Mitleid für den Michael hier. Ne? Michael ist auch krank. Ne? Armer Michi. Eine Runde Mitleid von unseren Zuschauern hier heute. Natürlich auch aus der Regie. Mirko, das war geheuchelt. Glaube ich dir nicht. Kommt er wieder? Ja. Ruhe jetzt! Ruhe! Ruhe! Kommen wir wieder zurück zum Spiel Kengo Master of Bushido. Ich habe eine Mail bekommen von Der Todmacher, übrigens ein sehr netter Film mit Götz George. Warum finden den alle so toll? Naja, ist egal, das ist eine andere Diskussion, aber ich fand es egal. Nicht gut. Ich wollte wissen, wie das Holzschwert heißt, das Trainingsschwert. Und das hat er mir detailliert beschrieben. Und zwar das Holzschwert, das im Training verwendet wird, nennt man Bo-Ken. Bo für Holz und Ken für Schwert. Als Kendoka, japanischer Schwertfechter oder sowas, verwendete ich es bei der Kendokata, stilisierte Kampfdemonstration und bei manchen Übungen. Das Teil hat dieselben Maße und Gewicht wie ein Katana. Scheint ein Experte zu sein, der Todmacher. Und auf jeden Fall, das Holzschwert heißt Bo-Ken. Wissen wir jetzt und jetzt können wir auch wieder in das Spiel einsteigen. Tata. Auch wenn Michael noch nicht dabei ist, aber nicht? Das machen wir später. Ich habe jetzt gehen? Bleib ruhig hier. Verweile, mein Freund. Ich brauche Wärme und, naja. Schwart doch nicht. Ja. Also wir sind hier im Dojo. Ich habe jetzt meinen Spielstand hier geladen und habe jetzt die ersten drei Grundtrainings überstanden. Und wir können jetzt hier mal auf Training gehen. Und dann seht ihr, was ich meinte eben. Und zwar habt ihr verschiedene Möglichkeiten, eure Skills hochzupushen. Dafür nehmen wir jetzt mal als Demonstration den Wasserfall. Da könnt ihr euren Spirit, also euren Geist, steigern. Und wie das geht, zeige ich euch jetzt. Wir müssen mit der Kreistaste. Uiuiui, der ist ja fast nackig, der Junge. Carsten, wir sind ja einiges von dir gewohnt, aber das geht doch ein bisschen sehr weit. Wir müssen jetzt mit der Kreistaste und mit der Viereck-Taste. Ganz ruhig, Michael. Der aber müssen wir unseren Spirit nach oben pushen. Friert der. So, unten die Lebensanzeige, die sollte nicht unter das Rote sinken, weil sonst kacken wir nämlich hier ganz übel ab unter dem Wasserfall. Das wird gefährlich, glaube ich. Wir haben rechts oben ein Zeitlimit eingeblendet. 10 Sekunden, 8. So.
das Ganze natürlich so hoch wie möglich zu pushen. Drei, zwei, ist auch Fingerspitzengefühl gefordert. Und jetzt? Ja, ich habe es geschafft. Und jetzt werdet ihr gleich sehen, was ich meine. Denn wir werden unsere Fähigkeit Spirit jetzt ausgebaut haben. Und das sehen wir jetzt, glaube ich. Oder? Ich verstehe aber immer noch nicht, was er unter dem Wasserfall gemacht hat. Das möchte ich gar nicht wissen, weil das Rumble, die Rumble-Function war auch an. Naja, auf jeden Fall sehen wir jetzt hier, ich habe 133 Punkte dazu bekommen, habe aber jetzt trotzdem immer noch 763, kann aber jetzt meinen Spirit weiterhin steigern und kann ihn noch mehr steigern, als das vorher der Fall wäre. Dafür haben wir natürlich noch weitere andere Möglichkeiten. Schauen wir mal aufs Training, was wir noch machen können. Warte mal, Bamboo Groove. Bamboo Groove? Möchtest du sehen? Ja. Möchtest du sehen? Obwohl es Groove heißt, glaube ich, ne? Groove wäre mit Doppel-O. Ja, genau. Was auch immer, wir müssen jetzt hier verschiedene Bambusbäume zerschlagen und natürlich möglichst viele, auch wieder in einem gewissen Zeitlimit, das abläuft. Und ich weiß gar nicht, wie viel ich letztes Mal geschafft habe. Oh, ich habe jetzt, oh nee, das dauert so lange, Michael. Ich habe ja fast 100 Sekunden. Das stimmt allerdings. Das dauert echt ein bisschen und der bewegt sich auch so langsam. Da war der Wasserfall eindeutig schneller. Der war schneller, ne? Würde sagen, wir versuchen das Ganze mal zu skippen. Geht das? Das weiß ich jetzt gar nicht. Nein, ich kann es nicht skippen. Ah, Michael! Da habe ich dich wieder mal in Teufels Küche manövriert, wa? Allerdings, was zumindest die Zeit angeht. Na, ich kann ja noch mal ein paar andere Trainingsmöglichkeiten aufzählen. Und zwar habt ihr ja unter anderem auch noch die Aufgabe, zum Beispiel Kerzen mit dem Schwert zu treffen. Das heißt, ihr justiert vorher, es sind glaube ich 12 Kerzen, und ihr justiert euch vorher genau aus und habt dann die Aufgabe, diese Kerzen zu löschen. Auch dafür gibt es wieder eine weitere Steigerung einer Fähigkeit. Das war da auch in einem Zorro-Film. Ein Zorro-Film? Ja, wo der irgendwie. Passt aber jetzt überhaupt nicht zu diesem Genre, oder? Mit dem Schwert. Da hat er nämlich mit dem Schwert irgendwie so Ching gemacht, so ein Kerzenleuchter. Und dann hat der andere gesagt, was sollte das denn, weil alle Kerzen noch standen. Und dann hat er auf den Boden getreten und dann sind die Kerzen mich runtergefallen. Ah. Weil der andere hat mich kurz vorher genau dasselbe gemacht und hat halt die Kerzen ausgemacht. Ja, ähnlich läuft das hier auch. Voll clever. Links oben sehe ich übrigens, wie viele Bäume ich schon hier platt gemacht habe. Nämlich gerade 28, jetzt 30 gleich. Nee, doch nicht. Wenn das Greenpeace sieht. Ah ja, die werden, glaube ich, nicht so angetan von dieser Übung hier. Dann dagegen ist Castor-Demonstration ist ein Spaziergang gewesen. Genau. Nee, aber das, was mir auch hier wieder auffällt, ist, dass die Steuerung teilweise doch ein bisschen unpräzise ist, was wir auch nachher im Kampf natürlich dann stärker zu spüren bekommen. Komm, einen kriege ich noch. Gut, die 100 Sekunden sind rum. 37. Ging doch schneller, als du dachtest. Oh. Puh, da steht mir ja der Schweiß auf der Stirn. Hat mich ein bisschen in die Bredouille gebracht zeitlich. Und souverän gemeistert. Wollen wir mal schauen, ob wir denn, ja, wir haben unsere Fähigkeit Agility um 85 weitere Punkte gesteigert. Darf ich mir denn jetzt noch eine aussuchen? Oder? Nee, darf ich jetzt nicht. Ich vertraue dir jetzt kein Stück mehr. Ich zeige euch da ganz kurz, wie ihr zu den Kämpfen kommt, nämlich hier auf Test. Das ist jetzt unser Dojo, was wir vorher ausgewählt haben. Wir müssen jetzt in unserem eigenen Dojo erstmal, ich glaube, 5 verschiedene Tests absolvieren, bevor wir dann die anderen Dojos herausfordern können. Ziel des Spiels ist es, alle Dojos zu besiegen und somit der Master of Bushido zu werden, was ja auch schon im Titel drin steckt. So, hier wird übrigens immer noch mit Holzschwertern gekämpft. Wie ist denn immer Boken? Boken, genau. So eine ziemlich gute Taktik ist es immer, eine Attacke von dem Typen abzuwarten und dann, einen dran zu setzen. Wie das Ganze gleich richtig aussieht, zeige ich euch gleich zusammen mit dem Michael. Wir machen kurze Pause und sind gleich wieder da, Botava. Nach meiner gigantischen Niederlage gegen Jörg in der Challenge, die ich ja so wollte, habe ich mir gedacht, zeige ich lieber ein bisschen Counter-Strike. Und da kommt auch gleich der Jörg ins Netz und da dachte ich mir, jetzt können wir euch eigentlich wunderbar gleich mal diesen Grenade-Bug zeigen, den wir euch ja eben als Video schon gezeigt haben und jetzt eben auch nochmal live von uns nachgespielt. Wir sind auch schon mitten im Spiel, haben schon alles vorbereitet. Und genau. Der Jörg wird euch jetzt noch zeigen, wie ihr da am besten ihr kennt die ja Granate platziert. Die Map Dust. Und an dieser Stelle zum Tunnel hinein, an diesen Kisten, genau an dieser Ecke müsst ihr hingehen. Also so genau am besten so hinstellen, dass das Fadenkreuz genau da in dieser Kante drin ist und dann einfach mal die Granate auswählen. Wir haben eben ausprobiert, ihr müsst gar nicht springen, wie das in dem Video, da wollten sie wahrscheinlich nur cool sein. Es ist ziemlich egal, also ihr könnt so stehen, das ist am besten, und einfach nur werfen.
genau. So, ich werfe jetzt, aber wir gucken jetzt mal bei dir. Du bist jetzt im Tunnel drin. Wir müssten dann bei mir eigentlich gleich sehen. Ich bewege mich ja jetzt nicht und wir gucken mal. Jetzt müsste die Regie das abgreifen, deinen Rechner. Und wir machen das jetzt mal werfen. Dann werf mal, Junge. So. Genau. Jawohl. Und ich sehe einfach geblendet. Gar nichts mehr. Und das für ganze 5, 6, 7 Sekunden. Das ist ja unfähig, das ist ja, ne? Also ich denke gerade bei so einem Tunnel, der im Endeffekt der Knotenpunkt auf dieser Map ist, wo wirklich jeder mindestens einmal durchkommt, ist es schon sehr nervig, wenn man reinkommt und die Counter-Terrorists sind schon da mit einem Flashbang. Ah, Moment, jetzt muss ich wieder rein. Jetzt war ich hier gerade so euphorisch. Das ist drin. Funktioniert. So. Also ganz normal rangehen. Ich spring mal lieber sicherheitshalber so. Und bei mir ist es wieder mal hell. Also bei mir ist es auch, weil ich mich jetzt nicht gedreht habe, deswegen, aber... Wir haben das Ganze jetzt eben mit Flashbangs probiert. Jetzt wollen wir mal probieren, ob man es eventuell auch mit Rauchgranaten oder mit normalen Granaten probieren kann. Laut dem Movie eben soll es ja funktionieren. Ja, soll es funktionieren. Jörg, hast du eine dabei? Ich habe keine, hast du eine gekauft? Ja, dann gehe ich in den Tunnel und du dann machen wir, switchen wir hier gerade mal. So, ihr Wort auf dir. Ich bin jetzt an der gleichen Stelle wie du und jetzt lasse ich mir mal von dir berieseln. Ich glaube, das müsste eigentlich auch der Regie gefallen. Wir spielen Counter-Strike und keine Kopfschüsse, absolut nichts. Schön harmonisch. So, jetzt habe ich eine normale Granate. Ich werf sie auch. Nee, da machst du nur Puff. Ich habe nur mir ganze 91 Lebenspunkte abgezogen. Hast du jetzt eine auch Granate geworfen? Oder ich habe eben eine ganz normale Granate geworfen. Also damit scheint es nicht zu funktionieren. Mit der Flash probieren wir es nochmal. Sie ist verschwunden. Und man sieht bei dir... Absolut. Du hast nicht abgeworfen, gar nichts. Hast du nur eine Hand. Nein, das ist die zweite. Das ist eine Flashbang. Na, das machen wir mal. Ja, jetzt kann ich Flashbang genau noch mal probieren. Genau, das Fadenkreuz in die Mitte und dann... Ah, ja, die Flashbang funktioniert. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist... das Einzige, was funktioniert, ist Flashbang. Was nicht funktioniert, ist zum Glück sind auch dann die komplizierteren, wie eben die Grenade, wo es dann auch wirklich nervig werden würde, wenn da einfach Leute durch die Wand Granaten schmeißen. Ich kann nur sagen, wir haben ein Vote darüber gehabt. Also, die haben wir ja noch. Der läuft. Wir wollten von euch wissen, was sagt ihr zu dem Counter-Strike Flashbang-Bug? Und wir gucken mal aufs Ergebnis, was ihr denn davon haltet. Wir wollten nämlich von euch wissen, sagt ihr, wow, das ist ein Geniestreich. Wer das rausfindet, hat wirklich was auf dem Kasten. Oder ist es ein Armutszeugnis für die Mod-Entwickler, weil eigentlich sollte sowas ja nicht wirklich passieren. Oder sagt ihr auch, naja, Bugs wird es immer geben. Ist ganz klar, nicht umsonst gibt es jedes Jahr tausende von Patches. Und da habt ihr auch gewählt, ihr sagt 57% von euch, Bugs wird es immer geben und... Da können wir uns eigentlich nur anschließen, sonst hätten wir, glaube ich, auch keinen Job mehr. Also ich kann ja nur sagen, die meisten Bugs werden ja ausgenutzt, um damit zu bescheißen. Und deswegen, sofort. Klar, dafür sind ja Bugs da, um die zu bereinigen, um dann zu sehen, wenn es ein unbekannter Bug wäre, würde es ja keinen interessieren, deswegen, oder? Ja, mich wundert es nur, dass eben jetzt erst jemand einen rausfindet. Ich meine, Counter-Strike gibt es schon lange und ich glaube, der Bug ist, glaube ich, auch schon lange dabei. Dieser Speed-Cheat, das war ja auch im Grunde genommen eigentlich ein Bug, den sie dann bereinigt haben mit dem neuesten Patch. Ja, ich hoffe, da wird garantiert noch 1, 2, 3, 4, 5 Patches kommen, da bin ich mir absolut sicher. Wir wollen jetzt aber noch weiter von euch wissen, was ihr davon haltet, gerade von diesem einen Bug, der jetzt auch nur auf dieser Karte funktioniert. Geht auf GGD, geht auf unseren Bericht und guckt im Comments-Bereich, was da schon so los ist. Da geht es schon ordentlich ab und schreibt uns eure Meinung. Bei mir geht es jetzt weiter mit Beschwörungen. Der Hersteller von Summoner würde euch alle bestimmt gerne beschwören, das Spiel zu kaufen. Ich tue das nicht und deswegen lese ich auch ein paar negative Comments vor. Was haben wir denn da? Wir haben zum Beispiel, die Grafik von Hardcase GFF. Ich finde es eigentlich eine recht gute Umsetzung des Konsolenspiels. Der Titel Gothic für PC ist um einiges besser als die meisten Konsolenumsetzungen. Ich habe auch andere Comments gehört. Klar, Gothic ist besser als Summoner. Und was ich so gelesen habe von den ersten Wertungen, ich habe das Spiel ja leider noch nicht durchgespielt, kann also keinen Test machen, ist Gothic auch etwas besser als Summoner und ist aber auch nicht zu vergleichen. Summoner ist wirklich Hack-and-Slash-Action mit einer guten Story. So viel habe ich schon rausgefunden, einigermaßen. Und Gothic ist einfach was ganz anderes, viel komplexer und... mehr Interaktionen mit Gegenständen und Charakteren. Was haben wir denn da noch? Wie Vampire von Cruzy. Er fragt sicherlich, inwieweit das mit Vampire zu vergleichen ist. Sieht ja nicht schlecht aus. Allerdings dachte ich das bei Vampire auch. Und ich muss sagen, das hat mir nicht gefallen. Das Handling war scheiße, keine Übersicht. Hat sich einfach irgendwie nicht gut angefühlt. Wie sieht es mit dem Suchtfaktor bei Summoner aus? Ja, also ich spiele das Ding jetzt schon ein paar Stunden. Bin jetzt, glaube ich, Level 7 oder Level, keine Ahnung, schauen wir gleich später mal. Und so langsam springt der Funke über. Also es macht schon Lust und Laune, seine Charaktere ein bisschen aufzupöbeln. Aber
aufzupäppeln, wollte ich natürlich sagen. Aber das ist bei jedem Rollenspiel so, das ist Summoner keine Ausnahme. Aber das müsst ihr selber rausfinden. Ladet am besten die Demo runter. Die gibt es bei uns auf dem Download-Server und dann selber entscheiden. Bevor ich jetzt ins Spiel einsteige, noch ganz schnell euren Lieblingscharakter herausfinden. Das interessiert mich jetzt doch. Mal schauen. Ich könnte doch wetten, dass ihr A gewählt habt. Ja. Weit überlegen. 48%. Hau drauf. Da kennt ihr nichts. Schauen wir mal. Druide, Priester interessiert so herzlich wenig wie Zwerg und Troll. Na gut, der spielt schon gerne einen kleinen Fetten. Das kann man schon verstehen. Okay, und jetzt gehen wir wieder zurück ins Spiel. Wir sind mit dem Boot losgefahren, sind aus dem Dorf draußen und sind jetzt in einer Weltübersichtskarte. Ja? Das kennt man ja. Und wir können noch mal kurz zurück zum Dorf gehen. Ist nicht wirklich toll. Habe ich jetzt auch eher aus Versehen gemacht. Mist. Scheiße. So. Oh, jetzt sind wir... Nein, wir sind nicht zurück zum Dorf, sondern das war eine Zufallsbegegnung. Ich habe jetzt eine Zufallsbegegnung im Wald mit irgendwelchen Monstern. Das kennt man ja auch aus zahlreichen Rollenspielen. Aber die sind, glaube ich, ziemlich überlegen. Deswegen renne ich lieber schnell raus. Irgendwo hier am Rand ist dann immer die Ausgangszone, markiert durch so einen gelben Streifen. Schauen wir mal, die muss hier irgendwo sein. Komm. Überall stehen hier die Kreaturen. Wenn ihr die Grafik schon gesehen habt, was natürlich auffällt, ist klar, PS2 hat, glaube ich, nur 640x480 und hier in der PC-Version kann man es bis auf 1024 hochstellen, was man auch sieht. Sieht einfach besser aus. Aber ich finde die Ausgangszone nicht. Na gut, dann lade ich das Spiel einfach nochmal. World Map. So, ich wollte doch eigentlich was ganz anderes zeigen. Ich wollte doch eigentlich zeigen, wie ich in die Stadt komme. In der Stadt gibt es nämlich diverse Geschäfte, Händler und so weiter und so weiter. So, also wir laufen jetzt mal Richtung Lenele. Kann natürlich sein, dass jetzt wieder eine Zufallsbegegnung kommt. Wenn ich jetzt hier mich ein bisschen zu lange aufhalte. Aber nein, wir wollen doch eigentlich in die Stadt. So. Endlich. Da finden wir dann auch endlich unser erstes Partymitglied. Eine hübsche junge Frau. Eine Diebin. Und mit der kann man dann schon einiges anfangen. Zu zweit kann man natürlich besser kämpfen als alleine. Aber jetzt sind wir erstmal vor den Stadttoren. Hier laufen auch ordentlich Leute rum. Die sind aber eigentlich alle Pillepalle. Die sind wirklich... Man kann zwar mit ihnen reden, sagen aber eher... Naja... Schönes Wetter heute, sowas nach dem Motto. Solange die keine zwei Ausrufezeichen in der Sprechblase über sich haben, sind sie nicht wirklich interessant. Hier gibt's, es gibt auch ein paar Kisten, in denen ist dann was versteckt, so ein paar Goodies und so weiter und so weiter. Hier zum Beispiel, da haben wir noch gleich eine, die hat zwei Ausrufezeichen. Jetzt könnte ich hier im Zirkel mit dir handeln. Ich habe aber bisher nur 44 Goldstücke. Und das billigste hier ist Recovery Draw für 50. Tja, da kann man nichts machen. Das ist wirklich schade, schade, schade. Also, mal zum nächsten. Was hat der hier? Ah, mal kurz von hinten in den Laden rein. Der bietet zum Beispiel jetzt ein kleines Nebenquest an. Die muss man natürlich nicht machen, bringen, aber sicherlich nette Boni und Erfahrungspunkte. So, more und end. Jetzt haben wir schon wieder ein neues Quest im Quest-Journal. Noch kein einziges Quest gelöst. Wir sind richtig schlecht. Und deswegen gehen wir jetzt hier mal weiter in die Stadt rein. So, jetzt kommen wir in die nächste Zone. Übrigens, das Spiel, ich habe jetzt die Vollinstallation, damit die Ladezeiten schön schnell gehen. Und das ist doch schlappe 1,6 GB. Also Diablo 2 lässt grüßen. Sollte man schon ordentlich Festplattenplatz frei haben? So, au, den will ich auch gar nicht ansprechen. Was willst du eigentlich? Lass mich in Ruhe. So, ich will in die Tempelzone. Die muss doch irgendwo da hinten sein. Die sollen mich jetzt alle mal möglichst in Ruhe lassen. Ich will dann nämlich hier... Wir sehen es jetzt hier, ich lade dann einfach einen Spielstand, also da hinten geht es über die Brücke und so weiter und so weiter. Dann kommen wir dann zum Palast, da treffen wir dann unsere erste Gehilfin. Aber ich denke, wir laden jetzt einfach mal die Sewers und zwar das Rätsel-Demo. Da will ich euch mal kurz zeigen, wie denn so Rätsel funktionieren können in Summoner. Es gibt nämlich die Taste, dass ihr einzeln spielt, obwohl ihr in der Party seid. Und die muss man auch nutzen, denn es kann sein, dass ihr Frau X an dem Punkt A stehen lassen müsst mit Mann B dann an den Punkt Y gehen und irgendwelche Sachen lösen, damit ihr dann Frau A wieder von Punkt Y abholt. Und ich glaube, jetzt habe ich mich verbabbelt. So, also, hier haben wir unser nettes Fräulein. Zu der können wir auch jederzeit wechseln. Schauen wir mal, was hat die denn so alles? Die hat zum Beispiel Erfahrung mit Bogenwaffen. Außerdem hier Backstab, ja, die ist knallharte Diebin. Kick kann sie auch, Aimed Attack, ein bisschen mit dem Schwert umgehen. Ich habe übrigens noch 2 Punkte zum Vergeben. Dann machen wir doch mal Backstab. Und... Dodge. So, sehr schön. Ja, accept. Und jetzt müssen wir hier bestimmte Tore öffnen, aber leider schaffe ich das jetzt nicht mehr. Deswegen sehen wir das jetzt gleich. Außerdem will ich noch mal wenigstens ganz kurz in den Multiplayer-Part reinschauen. Also bleibt dran.
machen weiter mit Kengo Master of Bushido. Übrigens hat es geklappt mit den Mitleid-Mails. Sie genau. sind alle angekommen. Ihr habt gute Arbeit geleistet. Nichtsdestotrotz, beziehungsweise gerade deswegen gestärkt, habe ich mich dazu entschlossen, den Michael jetzt mal mit aufzunehmen und mit ihm zusammen zu spielen. Und diesen Federhandschuh habe ich natürlich aufgenommen. Wer bin ich? Such dir einen aus. Such dir einen aus. Wer ist denn gut? Weiß ich jetzt nicht genau. Na ja, gut, dann nehme ich mal den, der... Der sieht doof aus, den nehme ich. Der sieht doof aus, darum nimmst du den? Ja. Naja, gut. Diese Frag mich, warum, Carsten. Es gibt Dinge zwischen, mehr Dinge zwischen Himmel und Erde, als unsere Schulterzeit träumen lässt. Das sieht dunkel aus, da kämpfen wir. Uishi Dojo. Du unterschätzt die dunkle Seite der Macht, Neudart. Die Macht ist stark in dir, junger Jedi. Junger Jedi. Rummel! Bei mir rummelt. So. Ich meine, rammelt. Wer bin ich, rechts oder links? Du okay, bist, ich bin eindeutig rechts. So, ich erkläre dir ganz kurz. Ich hab's ja gar nicht erklärt. Ne? Also mit X blocken. Ja. Lass mal den Quatsch da sein. Mit X blocken. Ja. Ja. Mit Kreis schlägst ja. du. Ja. Und mit. Was schreist du denn hier so rum? Ich versuche gerade zu schlagen. Mach aber nicht. Mit Kreis. Drück mal bitte. Deine Triangle. Oh, das war eine schöne Kombo übrigens gerade von mir. Hey. Ruhig Blut, Freundchen. Ui. Nicht schlecht, Herr Neubert. Die Macht ist stark in mir, junger Jedi. Warum macht er denn die scheiß Parry nicht, der Idiot? Wo ist denn ein Parry jetzt? Und weich ich deinen Angriffen aus? Dave Parry? Nein. Ui. Ein Naturtalent, würde ich sagen. Oh, Master Bushido-san, Misha. Aber wir haben beide einen Punkt bekommen. Haben wir schon wieder ein Double-KO gemacht? Double-KO. Ja, Sache, sowas kann man noch absprechen, liebe Leute. Ja? Double-KO ist gar nicht so schwer. Wir haben den Blut. Hast du diese Kombo gesehen? Wie mach ich denn ein Kombo? Sag ich nicht. Hey, nicht so frech hier, Freundchen. Hey, langsam. Ich sehe schon, Michael ist ein Drücker. Pass auf jetzt kommt die Parry. Achtung. Pass auf. Kommt die Parry? Nee, komm, jetzt kommt ein Schlag. Warte mal. Lass mich mal gerade machen. Also. Lass mich mal machen. Du kannst oh, toll, ich konnte meine Kombo nicht mehr machen, weil ich zu schwach war. So eine Scheiße. Echt, diesen luschen Charakter nehme ich nicht nochmal. Ja, Mutu mehr essen, dann hat du mehr Kraft. Da wollte ich gerade ansetzen. Hat ihn echt hochgehoben. Da wollte ich gerade ansetzen. Hat ihn hochgehoben, wollte gerade zuhören. Zu meiner Kombi. Mhm. Weil die musst du nämlich erstmal aufladen. Unten, in dieser grüne Balken, ist nämlich dein Key-Balken. Hey, ich muss dir nicht von der Combo erzählen. Das hat mich dann ja gereizt. Oh. Ja, sehr cool. Steck dein Schwert weg. Das war nicht schlecht. Ja, ich dachte mir halt, du wärst kein Gegner. Da dachte ich mir, du bist tot. Ich steck mein Schwert weg. Aber eigentlich Final Match. Finale Match. Ja, cool. Ich steck dir schon wieder das Schwert weg. Ich wollte dir dann nur mit meiner Überlegenheit demonstrieren. Ich würde sagen, ich habe gerade genügend Gelegenheit demonstriert. Überlegenheit demonstriert. Ah, ja. Genau. Das sind so die leichten Erkältungsbeschwerden, die sich da bemerkbar machen. Ja, das Problem ist auch, wenn du nicht erkältest, hast du diese Beschwerden. Okay, 1-1, würde ich sagen. Kranker Michael hat Witz gemacht. Kranker Michael. Mach mal ein Rematch. Na gut, okay. Ja, jetzt oder mal richtig. Oder andere Charaktere. Also ich fahre mit meinem total in Ordnung. Ja, okay, also dann machen wir total zufrieden, wollte ich sagen. Machen wir einfach dann ein Rematch. Soll ich mein Schwert wieder wegpacken? Oder? Pack's mal weg. Wie hast du überhaupt weggepackt, ey? So. Wie? Keine Ahnung. Ach so. Boah, mit drei Schlägen erledigt. Holla die Waldfee. Carsten. Das hab ich jetzt aber selber. Das müssen wir nicht nochmal sehen. Jetzt, das habe ich ja. War ja schon recht brutal. Viel Blut. Aber er hat eben nicht mehr mit Holzschlägen gekämpft. Nicht mehr unbedingt. Siehst du, das war gerade die Parry. Hast du gesehen? Jetzt macht der aber. Den hast du jetzt drauf, oder?
Ja, der war jetzt. Ich hab doch ein bisschen. Nennen wir ihn spaßeshalber den Wasserfallschlag. Wasserfallschlag. Ja, das kommt halt darauf an, was du für Fähigkeiten entwickelt hast mit deinem Charakter auch nachher. Also mein Charakter kann zumindest gut bluten, das haben wir jetzt gesehen. Und das Schwert wegstecken. Was machst du dafür, Kumpel? Hatschu, ich krieg dich. Hatschu. Auf den Kopf. Oh, jetzt kommt der Micha nochmal. Nein, nein, nein. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Das könnte ziemlich eng werden jetzt. Nein, ehrlich. So, da komme ich nochmal. Achtung. Oh, nicht schlecht. Jetzt hast du es aber auch raus. Ach so, oh, war schon, jetzt Junge. Jetzt hast du es aber auch raus. Ich wollte ja auch nur mal sicher gehen. Ich glaube, jetzt kommt noch das Final Match, oder? Mhm. Guck mal das Replay weg, bitte. Danke. Wieso ich? Tu du doch. Final Match? Nee, das kannst du jetzt noch wegdrücken. Komm her. Was hast du für eine Steuerung, Michael? Kann man noch nicht wirklich viel zu sagen. Aber generell muss ich sagen, es ist so eine nette Tanzgeschichte halt, ne? Ja, ja, man muss also wirklich immer den richtigen Moment abwarten. Auch, ja, genau, du kannst auch gut ausweichen. Ja. Den richtigen Moment und dann so. Leider müssen wir. Lässt den Schlag voll ins Leere laufen. Leider müssen wir schon wieder zum Ende kommen. Ich erkläre euch gleich noch ein paar Sachen zu dem Spiel Master of Bushido, Kengo Master of Bushido für die PlayStation 2. Bis gleich. Tja, es ist eindeutig entschieden. Summoner ist zumindest auf dem PC ein ziemlich gutes Spiel und auf jeden Fall besser als auf der PlayStation 2. Nicht nur, weil die Auflösung höher ist, sondern auch, weil man im Multiplayer spielen kann. Und das werden wir gleich machen. Aber vorher noch kurz, was haben wir heute zu gewinnen? Mal schauen. Irgend so ein Spiel hier, Black or Dings da, ja, grün oder rot. Weiß nicht, ob ich das interessiert. Keine Ahnung, also mich interessiert es sehr. Dann haben wir noch Star Trek Away Team. Das ist so eine Art Kommandos im Star Trek-Universum. Nettes Spielchen und ziemlich viel Action, ziemlich viel Phasergeballer. Und jetzt wollen wir doch auch mal ein bisschen Action haben. Und ich spiele jetzt erst noch mal ganz kurz mit dem ziemlich weit fortgeschrittenen Spielstand. Nicht wirklich, aber immerhin schon in den Sewers mit meinem zweiten Partymitglied, bevor wir dann in den Multiplayer steigen. So, und jetzt wollen wir doch mal hier diese bösen Golems angreifen. Ich überlege mal bloß gerade, welche AI ich mache. Ich mache mal... Okay, die steht schon auf Melee. Das passt. Das wird schon schief gehen. Die sind gar nicht so schwer. Außerdem habe ich ja auch einen ziemlich weit entwickelten Heilzauber. Das ist natürlich immer blöd, wenn dann der zweite Golem mit in den Kampf eingibt. Aber ich finde das Kampfsystem echt gelungen. Also es ist die richtige Mischung zwischen Echtzeit und, sagen wir mal, ich kann mich zurücklehnen und die Chain-Attacken zählen. Also nicht wirklich rundenbasiert, aber auch nicht wirklich zu hektisch. So, Chain 4, Chain 5, den haben wir noch gleich. Auf Wiedersehen, Golem. Komm, geh um. Oh, jetzt hat er nochmal ausgeholt. Man kann es natürlich einstellen, ob man die manuell oder automatisch haben will, diese Chain-Reaktion, diese Kettenreaktion. Und je nachdem macht dann euer Charakter auch ab und zu mal einen kleinen Sprung seitwärts oder weicht andersweitig aus. So, haben die irgendwas fallen gelassen? Nein, haben sie leider nicht. Aber ich will doch jetzt mal kurz den Heilspruch demonstrieren. Ich habe ja zum Beispiel Heal und Cure. Und jetzt kann ich mich oder auch meine nette Kollegin heilen. Mal schauen. 34 Punkte geheilt, immerhin. Mich kann ich auch nochmal heilen. So, sehr schön. Wir können auch nochmal die Karte demonstrieren, damit man sich hier nicht verläuft in diesen riesigen... Oh, was will der denn von uns? Das ist ein guter Golem jetzt, der redet mit uns. Who are you? One of the last. Och Gott, der Arme. Es sieht ein bisschen aus wie aus das fünfte Element. Aber ich glaube, ich will auch noch mal kurz den Multiplayer-Part zeigen. Hier würde ich jetzt in den nächsten Level übertreten, wenn ich diese gelbe Linie überschreite. Aber wir machen jetzt hier mal Quit und drücken auf Multiplayer. So, und hier im Multiplayer können wir uns die Charakterklasse aussuchen, im Gegensatz zu Singleplayer. Und ich mache mal Magic User. Obwohl, ich habe mir schon einen Magic User namens Superman zurechtgelegt. Den nehmen wir jetzt einfach und steigen hier mal ins Spiel ein. Ist ähnlich wie in Diablo 2, wie das hier funktioniert. So, und jetzt sollte es doch dann losgehen. Das einzig, sagen wir mal, Manko an dem Koop oder an dem Multiplayer-Part ist, dass wir die Story nicht wirklich durchspielen können. Wir können alle Level nacheinander durchspielen und freispielen, aber es gibt keine wirkliche Story wie im Singleplayer-Spiel. Aber immerhin, man kann handeln und man kann zusammen kämpfen für das Gute. Also ist doch mal was.
So, der Level lädt noch. Bin ich mal gespannt. Und ich bin ein weibliches Wesen, das finde ich nett. So, wir sind natürlich jetzt wieder im ersten Level, weil wir leider noch keine Multiplayer-Charaktere haben, die ausgearbeitet sind, sozusagen. So. Oh, die hat überhaupt keine Waffe. Wieso hat die keine Waffe in der Hand? Ich muss mal kurz dem Kampf fernbleiben und schauen, hat die nicht irgendwelche... Halt, das ist ja der... Ich brauche den Inventory-Screen. So. Die hat doch einen Stab. Wieso benutzt die den nicht? Verstehe ich nicht. Doch, jetzt hat sie den in der Hand, merkwürdigerweise. So, also jetzt. Hau drauf, Mädel. So, und... Tja, siehst du, das war der Rettungsschlag. Ohne mich hätte er sonst keine Chance gehabt, mein Kollege. Wir können natürlich auch trainen, wenn ich ihn jetzt anklicke. Wups. Ey, bleib mal stehen. Muskelpaket hier. Na. So. Wir könnten jetzt hier handeln, wollen wir aber nicht, der hat nur Müll. Wir wollen kämpfen. So. Und Kettenangriff, erster, zweiter. Ah, too slow, schade. Nochmal. Natürlich ist es eigentlich effektiver, wenn wir beide denselben bearbeiten, aber was soll's. Ich muss jetzt einfach auch so gehen. Ah, dieser Stab ist aber nicht wirklich brauchbar, oder? Ich kippe ja gleich tot um. Hey, aber mein Kollege hat's gesehen und hilft mir. Das finde ich nett. Ich hoffe nur mal, dass der einen Heilzauber hat. Na komm, greif. Greif an, Mädel. Greif an. Ja. Der hat sogar was fallen lassen. Natürlich kennen wir den bekannten Effekt wieder. Der gibt's hier auch. Eine kleine, blöde Kreatur lässt eine tolle, fette Rüstung fallen. Das gibt's ja auch in einem kleinen Ausmaß. So, jetzt bin ich aber so beschädigt. Habe ich irgendwelche Heilsprüche? Ich habe sogar einen. Cool. Kann ich nicht selber heilen. Der hat jetzt natürlich hier minus 4 AP, das heißt minus 4 Ability Points gekostet. Das ist so eine Art Mana. Aber Mana kennt man ja, regeneriert sich, also nicht so schlimm. Aber der Heilzauber ist auch noch nicht so ausgeprägt, deswegen muss ich hier den mehrmals anwenden. Ah, jetzt geht es einigermaßen so. Schauen wir mal, was haben wir hier? Leather Armor und Revive Scroll gefunden. Können wir den noch einsetzen? Den Leather Armor? Nein, wieso kann ich den nicht nehmen? Schade. Die will die nicht. Na gut, ist sie vielleicht noch zu schwach dafür, zu schwachbrüstig. So, dann gehen wir mal weiter. Da ist doch schon der Nächste. Also wie gesagt, das ist eine Art Koop-Modus. Wir müssen alle Level freispielen, aber es gibt die Cutscenes nicht und alles Übrige von der Story. Na komm. Ich bin immer zu schnell, ich bin zu schnell. Eine Kettenattacke und zweite Kettenattacke. Hey! Ich bin gebläst. Ich bin geblendet. Nein, ich will nicht mit dir handeln. Weg da. Hatten wir eigentlich nicht auch mal einen dritten Mitspieler? Ich glaube, wir hatten mal einen dritten Mitspieler, aber der ist irgendwie flöten gegangen. Natürlich haben wir auch hier eine Karte. Aber ich kenne mich hier einigermaßen aus. Hier gibt es sowieso nur ein paar Kaisersoldaten und die sollten echt nicht allzu schwer sein für eine Party. Boah, wo ist der jetzt hin? Moment, das ist doch ein Netzwerkfehler. Da war doch gerade ein Soldat. Ach, hier ist er. Okay. Alles klar. Kriege ich den noch? Ja, leider muss ich jetzt bald aufhören und ich habe euch auch leider nicht zeigen können, wie man denn Kreaturen heraufbeschwört. Ich habe euch wirklich, sagen wir mal, 5% von dem Spiel gezeigt. Denn das ist ja gerade der namensgebende Faktor bei dem Spiel, dass wir hier böse Himmelskreaturen heraufbeschwören können. Na komm, den kriege ich jetzt noch. Too slow. Ja, der kaiserliche Soldat ist umgekippt und ich tue es auch bald. Und die Demo gibt es bei uns auf dem Download-Server. Sie ist ziemlich groß, aber sie ist es auf jeden Fall wert, wenn ihr das Spiel haben wollt und euch dafür interessiert. Und das war's erstmal von mir. Der Gamesplash am 11. April. TAM gibt Nachhilfe. Counter-Strike spielen und Counter-Strike können sind zwei grundlegend verschiedene Dinge. Der TAM-Clan hilft euch jetzt beim Perfektionieren eurer CS-Künste. Als einer der besten europäischen Clans hat sich TAM hingesetzt und ein 164 Seiten starkes Buch zum Thema Counter-Strike verfasst. Eine ausführliche Map-Analyse, die besten Taktiken, Tuning-Tipps und jede Menge Infos zur CS-History sollten euch den absoluten Durchblick verschaffen. Mehr Details zu dem Counter-Strike-Lösungsbuch findet ihr im PC-Bereich. Neue Features für Rune. Die vielen kleinen lästigen Bugs, die den Spielspaß bei Rune bisher gemindert haben, dürften endlich Geschichte sein. Der neueste Patch behebt sie angeblich alle. Allerdings wurden nicht nur die Fehler ausgemerzt, sondern auch neue Features hinzugefügt. Ab sofort gibt es ein neues Player-Model, außerdem könnt ihr mit dem Schild oder einer Attacke heranfliegende Waffen blockieren. Die restlichen Neuerungen findet ihr im Help-Bereich und den Patch selber bei uns auf dem Download-Server.
Jump'n'Run-Demo. Mit der aktuellen Demo zu Akimbo Kung Fu Master könnt ihr euch jetzt bei uns ein klassisches Jump'n'Run downloaden. Als junger Kung Fu Kämpfer lauft ihr dabei durch knallig bunte Level und müsst Hindernisse überspringen, kleinere Rätsel lösen und genau Gegner platt machen. Damit euch die heranstürmenden Spinnen, Geister und Skelette auch ernst nehmen, beherrscht ihr Moves wie den Sidekick, den Backflip und so weiter. In der Akimbo-Demo könnt ihr 2 komplette Level durchzocken. Die Demo ist knapp 60 MB groß und ihr bekommt sie im Download-Bereich. Außerdem das Titanium Angels Movie, verewigt euch in einem Spiel und die neue Version von Scientist Hunt. Das alles und mehr auf giga.de. Die erste Runde Soul Calibur hat unser Challenge-Neuling Simon auf jeden Fall gut gemeistert. Dennoch hat der Jörg gewonnen. Ja. Aber das wird sich jetzt alles ändern, gell? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden. Das Schweinchen sitzt hier noch, dein Glücksbringer für heute. Alles da. Jetzt geht's auch gleich los. Die gleichen Charaktere wie eben, ne? Ja, bin ich schon. Yes. Ich nehme mal meine Lieblingsdame immer. Die so erotisch hübsch. Sophitia, oder wie? Sophitia? Wird die ausgesprochen, weißt du? Sophitia. Nee, Sophitia, oder? Egal. Kann man da nicht runterfallen? Doch. Komm, stupst du Fitia mal runter. Lass sehen. Aber voll brutal. Echt total brutal hier. Ich glaube, hat die ganze Zeit nur geblufft, oder? Was wolltest du sagen? Nee, ich habe endlich mal den Deckungsknopf gefunden, den ich vorhin nicht ganz gefunden habe. Wo ist er denn? Verrat mir mal. Der ist auf A. Okay. So, wo eigentlich immer ist. Ne? Danke, ich habe gespielt. Oh, das war ganz gut. Jetzt war einfach, ich bei im Wasser liegen sehen, ist mir auch egal wer. So sind die Mädels. Hauptsache einer liegt flach. Action. Boah. KO. Gnadenlos. Lass retten. Gnadenlos hast du mich platt gemacht. Guck dir das an hier, guck mal hier. Ich sag nur, es ist egal. Hauptsache 1-1 Helfer ist immer gut. Stimmt. Ja, das war's dann irgendwie schon, ne? Das ging echt schnell. Simon, wow. Es tut mir leid. Also nee, letztes Mal hat er dann auch, war er recht schnell. Eben, 1-1 ist doch perfekt. Ja. Wunderbar. 2 Punkte Jörg hat in den Helfer, oder? Du hast jetzt 3 Jörg Punkte. Jörg hat jetzt 3 Siege, du hast einen bisher. Jetzt bin ich immer noch auf dem letzten. Ja, das kann ja auch ändern, so, ne? Das ändert sich noch. Ich denk mal, wir holen auf jeden Fall den Armor zu den Helpern diesen Monat. Das will ich sehen. Sollen wir ganz nach vorne gehen noch? Ja, das will ich echt sehen, dass der Armor mal in einen anderen Bereich kommt. Das ist langweilig, wenn der immer im PC-Bereich Hebe, ist. Ne? Hebe. Wir müssen sie immer in unseren Bereich. Und siehst du, Michi, wie eifersüchtig er ist? Ja, bei Michi war auch schon der Armor. Was der soll er blanke schon Neid da? In seinen Augen, sage ich nur. Ist ihm vollkommen egal. Ja. Total, ne? Ich gönne den Jungen. Aufstrebende Jungscha-Spieler sollen meiner Meinung nach ruhig auch mal einen kleinen Arm haben. Wir lassen den Micha noch ein bisschen erzählen. Mit Fußhand können Sie den haben. Ja, wir müssen dazu sagen, unser Michi ist ja unser Kompostteam, von daher wir müssen ihn halt mal wie so einen alten Opa behandeln. Deswegen, naja. Ich bin der Reifste hier. Micha ist echt der Älteste hier, 28. Okay, wir reden gleich ein bisschen weiter. Ihr könnt auf jeden Fall ab 12 Uhr wieder voten. Wer da morgen zocken soll, zum Beispiel der Simon hier. Morgen gibt es Dancing Stage Euromix. Genau, morgen wird getanzt. Ich wollte nur noch sagen, es ist ja auch immer unfair, wenn wir jetzt nur die ganzen Helper zocken. Also wir möchten einfach nur einen festen Platz in der Challenge, mehr nicht. Ja, den kriegt ihr auf jeden Fall. Das Erwachen von Tisch 3. Wir nähern uns unaufhaltsam der Spitze, möchte ich zum x-ten Mal heute betonen. Danke, und wir haben euch ja einen kleinen Flash versprochen. Und den möchten wir jetzt euch auch zeigen. Auf meinem Rechner, wo auch ein wunderschönes neues Hintergrundbild ist, das mir ein Gigafriend geschickt hat, das ich jetzt schon seit 2 Tagen drauf habe und noch länger drauf haben werde. Und zwar geht es um das H-Team. Wenn er denn läuft.
wenn er dann läuft. Ja. In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum. Den muss man sich fast eine Zeitlupe angucken, um alle Gags zu raffen. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire the A-Team. A-Team. Das H-Team. Da haben sie aber das falsche Bild genommen. Das war eigentlich du und Etienne. So. Nach dieser kleinen Eigenwerbung wollen wir jetzt aber mal wieder was für euch zeigen. Und zwar diesmal vom Jörg. Der hat nämlich MacWarrior. Genau. Aber bevor wir jetzt in mein Thema eingreifen, wollte ich nur sagen, ihr findet diese ganzen Flechte, die alle zugeschickt bekommen, im Download-Bereich und in dem Artikel Das Erwachen von Tisch 3. Ne? Nur falls ihr die euch mal anschauen wollt, natürlich wollt ihr euch die anschauen. Wir zeigen sie euch und wir machen das natürlich auch für euch. So, jetzt zu dem Thema MacWarrior 4, die Skins. Viele wussten von euch ja gar nicht, dass es Skins möglich ist, die selber zu erstellen. Doch, das gilt. Und zwar findet ihr in dem Artikel von neue Skins für MacWarrior 4 einen Link, der euch zu der Seite von MacTech führt. Und diese Seite befasst sich eigentlich sogar ausschließlich, nicht nur, aber hauptsächlich mit Skins von Clans und von Leuten, die einfach sich da die Zeit genommen haben, diese ganzen Skins zu entwickeln. Und die haben ja auch eine sehr schöne Bibliothek mit den neuesten und vor allem, wo man auch sieht, wie viele von den Skins runtergeladen wurden. Und habe ja zum Beispiel auch mal welche mir angeschaut. Wenn man darauf steht, auf dieses Preview, sieht man hier unter anderem einen, das ist dieser The Devil. Der ist ja auch nicht so schlecht, ne? Dieser kleine Teufel. Und auch hier haben wir einen, das ist der Desert Knight. Ja, kann man ja auch nicht schmeckern. Ihre Logos, diese Clan-Logos da drauf gemacht haben, da ist halt das Merkmal bei Clan-Fights, dass sie sich besser erkennen. Auf dieser Seite findet ihr natürlich auch Infos und vor allen Dingen auch Hilfestellungen zu den ganzen Skins, wie die denn selber zu erstellen gehen und welche Tools man denn dafür benötigt. Die haben auch hier sehr schön erklärt mit Informationsmaterial und vor allen Dingen von wem das ist, damit man auch mal sehen kann, wenn man direkt Hilfestellungen haben will, kann man per E-Mail sich direkt melden bei den Leuten. Kann man doch nicht meckern. Das ist doch schon ein Schnäppchen. Oder Simon, was sagst du? Ist ein Schnäppchen. Diese Idee mit den Skins gefällt mir. Was hat man hier auf der Seite? Also es sind ja alle Links darunter, führt man. Dann kommt man natürlich noch auf professionelle Erklärungen, was sie denn genau gemacht haben und wer. Und also das geht schon, kann man sagen, das grenzt ja schon in Fanatik kann so in dieser. Das ist schon Fanatismus, auf jeden Fall. Es ist ein Riesenhaufen. Das Ding ist ja nicht einfach nur ein Charakter, sondern das Ding ist einfach kantig, eckig, unglaublich riesig und vieles mehr. Und da einen Skin zu machen, ist, glaube ich, schon wirklich eine Lebensaufgabe. Also für mich wäre es das zumindest. Obwohl, ja, es gibt ja richtig eingefleischte Clans, die halt die schwören auf MacWarrior 4. Ich persönlich finde das Spiel, naja, ist nicht mein Geschmack, aber trotzdem, wenn ihr damit begeistert seid, wir haben für euch extra diesen Artikel geschrieben, damit ihr euch austoben könnt mit Skins. Wenn ihr noch Fragen habt dazu oder irgendwelche Meinung, schreibt sie in den Comments-Bereich oder an uns, an die E-Mail-Adressen, die wir bei euch schon länger kennt. Heute Stuntjump mit Grandpa Grumble, dem alten, rüstigen Rentner, den ihr mittlerweile alle kennen müsstet. Ja, aus sämtlichen Spielen, nämlich zum Beispiel Football, Baseball, Armdrücken war dabei, was Karate, war auch dabei? Genau. Alles, der kann aber alles. Heute Multitalent. Zeigt uns das Multitalent, genau, Übungen auf seinem Motorrad und legt ein paar Stunts hin. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Genau. Und drei Level stehen uns bevor. Yes. Kentucky, New York und Arizona mit Level 1 starten natürlich. Da musst du halt auch über eine Rampe springen und wie weit? Genau. Und hier sind erstmal 150 Fuß, ist eigentlich so recht leicht, müsste ich eigentlich direkt auf Anhieb schaffen. Der Quatsch ist drauf. Wow. Komm, komm, Baby. Die Bombe ist, yeah. Yes. Er schafft es ganz locker. Grandpa Grumble. Ist das nächste Level auch so leicht? Wahrscheinlich wird es ein bisschen schwieriger, oder? Ne, Level 2 ist nicht ganz so einfach. Aber ich werde natürlich trotzdem packen, natürlich. 250 Fuß muss ich hier springen und ich muss mindestens in den dritten Gang kommen. Ja, jetzt ist es los.
schaltest du mit den Pfeiltasten? Motor abgewürgt, dass ich entweder zu viel Gas gebe oder zu früh schalte. Wie schaltest du mit den Pfeiltasten oder wie machst du das? Also Gas gebe ich mit der Maus und schalte. Funktioniert. Yes, yes. Geschafft, geschafft. Jetzt kommt Level 3. Jetzt wird es noch schwieriger. Jetzt muss ich nämlich in den sechsten Gang kommen und 350 Fuß über. Also, 350 Fuß. Na, ob sie das schafft? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ah, Motor abgewürgt. Schon wieder. Super, schon Motorrad. Ich bin schon mal mitgefahren. Ja, gut, das sind wir schon selbst gefahren. Selbst bin ich nicht gefahren. Nein. Komm, Baby. Ja! Na gut, das zu dem Thema. Wenn ihr mal schön brav Heartbeat verfolgt, wisst ihr, dass es diese Woche dort ein Tierlexikon gibt. Gestern gab es fiese, eklige Kakerlaken. Ganz, wirklich richtig ekelhaft. Und heute gibt es angeblich süße Tierchen. Kerstin, stimmt das? Ja, heute gibt es in Kerstins kleinem Tierlexikon wohl die possierlichsten Haustiere, die es gibt, die Katzen nämlich. Mit dem kleinen Detail allerdings, dass es mir mehr um das Katzenurin geht. Das ist nämlich phosphorizierend, sprich, das leuchtet im Dunkeln und deswegen werde ich so einige Tricks erklären, die man mit Katzenurin anstellen kann. Also es wird wieder äußerst appetitlich nachher bei uns. Und wir haben die Band June zu Gast, die werden ihren Song Julia präsentieren. Die haben hier eben schon a cappella im Studio gesungen, haben richtig geile Stimmen. Okay, dann wünsche ich euch viel Spaß und dir vor allem gute Besserung noch, ne? Danke. Euch auch viel Spaß. Mit dem Katzenurin. Wir sind zurück mit Kengo Master of Bushido für die PlayStation 2. Mein Artikel liegt auf giga.de. Ich habe da mal meinen ersten Eindruck von dem Spiel zusammengefasst für euch. Und das solltet ihr euch auf jeden Fall mal durchlesen. Auch unten im Comments-Bereich habe ich eben schon geschaut, ist wieder einiges los. Und da habe ich auch eben schon mal reingeschaut. Und eigentlich war es doch recht positiv, was ich da gesehen habe. Wir gehen aber jetzt wieder zurück in den Trainingsmodus. Und ich wollte euch noch einige Geschichten zeigen, die auch ganz witzig sind, nämlich unter anderem hier die Zen-Meditation, auch jetzt wieder, um unsere Fähigkeiten hochzupushen. So, da sind wir auch schon. So, erstmal nehmen wir jetzt eine ordentliche Position ein mit unserem Kämpfer. Und ihr seht schon, im Hintergrund steht jemand mit einem Brett und klar, das wird gleich auf uns zerschlagen, aber wir müssen vorher erstmal meditieren und wir müssen diesen weißen Punkt möglichst im grünen Bereich halten, also in der Mitte halten und der bewegt sich natürlich. So, ihr seht, rechts oben läuft wieder die Zeit ab, 20 Sekunden und das Ding wackelt teilweise ganz schön, manchmal wird es auch wieder ein bisschen ruhiger, also recht zufällig hier, weil wir sehen auch, dass teilweise auch der Körper unseres Kämpfers ein bisschen mitwackelt. So, in 5 Sekunden ist es soweit. 4, 3, 2, 1. Ja, ich glaube, da war ich ziemlich gut in meiner Meditation. Warum der jetzt nicht geschlagen hat, weiß ich auch nicht so genau. Ich habe jetzt ehrlich gesagt also, auch ein bisschen drauf gewartet, also, dass er jetzt drauf haut. Heute Nachmittag hat der Typ noch geschlagen. Habe ich vielleicht irgendwas falsch gemacht? Ich weiß es nicht genau. Gucken wir uns mal an, ob ich Punkte bekommen habe. Wenn ich nämlich, doch, ich habe 130 Punkte bekommen. Ich habe es ja wahrscheinlich so gut meditiert, dass der Typ sich gar nicht getraut hat zu schlagen. 130 Punkte habe ich dazu bekommen. Wahrscheinlich ist er eingeschlafen. Oder so. Dadurch hast du dann auch gewonnen. 130 Punkte zu Insight, was deutsch übersetzt wurde mit Mut. Was auch eine Auswirkung auf die KI hat. Dann wollte ich euch noch eine Sache zeigen, und zwar Illusion. Das ist jetzt die Geschichte, wo wir halt die Kerzen ausschlagen müssen. Und auch das ist gar nicht so einfach. Wir müssen jetzt erstmal die verschiedenen Kerzen hier anpeilen. Das kommt jetzt gleich. Moment. So. Los geht's. Jetzt sehen wir hier diesen Kreis und diesen weißen Punkt, der hier im Kreis mitläuft. Oh, hier geht's schon los. Ich habe eine Kerze verpasst. Mist. Jetzt müssen wir natürlich immer schauen, dass wir im richtigen Moment drücken, dass wir dann auch die Kerzen treffen. Der zielt jetzt quasi. Und wann drückst du? Wenn, siehst du, ich habe nicht mal eine Kerze getroffen. Ich drücke, versuche genau dann zu drücken, wenn der Kreis über der Kerze ist, somit, dass der sich dann das Ziel quasi einprägt
und dann die Kerze auch trifft. Aber das hat jetzt nicht so doll geklappt irgendwie. Versuch das bitte nochmal, das würde ich jetzt auch gerne. Ich glaube, ich versuche das auch nochmal. Mal schauen, ich habe auch keine Punkte dafür bekommen. Wir probieren es nochmal, um euch zu zeigen, wie das dann aussehen sollte in Wirklichkeit, wenn es denn funktioniert. Gerade hat es nicht geklappt, aber wir geben uns eine zweite Chance. Ja, so null von insgesamt, wie viele Kerzen sind es vermutlich? 8 Kerzen? Wie viele sind es? 1, 2, 3, 4, 8, ja. Mit Zählen haben wir uns ja letztens schon mal so. Genau. Ruhmreich hervorgetan. Ganz genau. So, jetzt aber nochmal. Und Kerze Nummer 1. So. Muss also jetzt immer ach, am richtigen. Wenn es hinten ist, oder? Wenn es vorne, nee, vorne ist. Wenn es vorne ist. Okay, okay, okay. Die Kerze ist auch mit so, so 4 ja. Dreiecken eingekreist. Du musst halt jetzt genau im richtigen Moment drücken. Das wird zum Schluss auch immer schneller, also gar nicht so einfach. Oh, ich habe zumindest 1, 2, 3. 2 hast du nicht. 2 habe ich nicht erwischt. Also, folglich, 6 habe ich erwischt. Wir können doch rechnen. Das heißt, ich werde jetzt. Kleiner 1x1 heute bei Giga Game. Ganz genau. Ich werde doch jetzt einiger. Siehst du, ich habe 6 Punkte auf alle meine Fähigkeiten bekommen. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. Vermutlich hättest du 8 gekriegt, wenn du alle 8 geschafft hättest. Das könnte natürlich sein, Michael. Das würde auch logisch sein irgendwo. Mal gucken, ob ich noch eine Sache verpasst habe: Striking Posts. Jetzt wage ich mich wieder auf ein dünnes Eis, weil ich nicht genau weiß, was ich da jetzt mache. Wir warten einfach mal die 100 Sekunden ab oder was auch immer. Genau. Ach, der hat ein Holzschwert dabei. Jetzt muss ich das ja wahrscheinlich üben. Ja, ich muss da jetzt irgendwas üben. Schauen wir mal. Tree? Muss ich jetzt den Arm? Ich glaube, ich muss den armen Holzstamm. Nur wie? Ich hätte es mir doch besser durchgelesen. Mist. Verdammt. Ich sag ja, das war dünnes Eis, auf das ich mich jetzt da gerade wieder begeben habe. Warte mal ab, vielleicht kriegst du ja wieder Punkte. Es sei mir verziehen. Bei dem Holzkloppen hast du ja auch Punkte gekriegt. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich jetzt wieder mal irgendwas gemacht habe, wovon ich eigentlich nicht genau wusste, was ich tue. Wir gehen nochmal ins Dojo, um nochmal einen kleinen Fight uns zu liefern mit einem der Leute. Nein, nein. Ich dachte, du forderst mich wieder heraus. Nein, nein. Jetzt kämpfen wir ganz normal mit dem Holzschwert. Gegen einen der Leute von unserem Dojo. Denn ihr müsst die ersten Leute des Dojos erstmal besiegen. Ups, habe ich wieder nicht aufgepasst. Verdammt. Also die sind schon gar nicht so einfach hier am Anfang. Ich würde übrigens gerne mal wissen, wer den Holzboden da poliert. Ja, ne? Der glänzt richtig gut. Ich würde sagen, das ist der General. Da glänzt nämlich auch immer alles bei der General. So, den habe ich mit dem Holzschwert besiegt. Übrigens sind sich die Leute immer noch nicht einig, wie das Holzschwert jetzt heißt. Was gibt's für Alternativen? Boken und, lass mich kurz nachschauen, Boken und Shuriken. Bokuto. Eins von diesen zwei Sachen wird es sein. So, jetzt habe ich damit muss man vorsichtig sein, weil damit entfesselt man Diskussionen, ganz, da habe ich genau, immer noch dran zu tun. Ganz genau. Jetzt habt ihr wieder gesehen, ich habe jetzt wieder auf alle Fähigkeiten was dazu bekommen. Also auch während diesen Kämpfen lerne ich immer wieder dazu und bekomme wieder weitere Attribute auf die Skills draufgezählt. Also diese Kämpfe lohnen sich auf jeden Fall. Ihr müsst alle Lehrer eures Dojos besiegen, um dann weiterzukommen und Master of Bushido zu werden. Das war's von mir mit Master of Bushido heute und ich gebe ab an meinen Kollegen Michael. Master of Bushido, Carsten heute, ja, mich doch einigermaßen vorgeführt, aber ich muss ja dazu sagen, ich bin ja auch infektiös, ein wenig geschwächt und deswegen war es vielleicht auch gar nicht mal so schlecht, dass ich heute nicht in der Challenge war, haben den Helfer die Chance gegeben. Ich würde mich echt mal freuen, wenn wir so ein bisschen interdisziplinär langsam mal das machen würden, wenn nicht immer Helfer gegen Helfer oder Konsolero gegen Konsolero und PCler gegen PCler, sondern vielleicht mal ein Helfer gegen PCler oder gegen Konsolero oder sowas. Ich vertraue einfach mal auf euch, dass ihr das in nächster Zeit mal in die Hand nehmt und dafür ein bisschen Spannung wieder in der Challenge sorgen werdet. Also geht wieder auf Giga und klickt fröhlich für den Challenge morgen. Morgen erwartet euch außer dem Challenge Folgendes. Unter anderem im PC-Bereich Siege of Avalon, wieder ein RPG, was euch Hannes und Etienne hoffentlich morgen präsentieren. Bei uns in Consoleros gibt es das Spiel 4 Effect 2 Retro Helix. Bei den Helpern gibt es verschiedene Coder-Demos, wo man beweist, dass man auch mit wenig Speicherplatz sehr interessante Demos fabrizieren kann. Und bei den Free and Fun Ladies ein Spiel mit langen Titeln, nämlich Tom und Jerry The Great Cheese Chase. Schaltet also morgen ab 22 Uhr wieder ein, wenn es heißt Giga Games, und bleibt jetzt dran, wenn es heißt Giga Heartbeat.